Nicht erst seit der Landtagswahl in Sachsen-Anhalt ist uns bewusst, dass die misogyne und rassistische antisemitische Politik der extremen Rechten gefährlich ist. Insbesondere für die zivilgesellschaftlichen Strukturen in Ostdeutschland sind davon betroffen. Und diese Tatsache betont nochmal eine Art und Weise die Notwendigkeit des Panels, da wir uns hier in diesem Panel zur Aufgabe machen, in einen solidarischen Dialog zu kommen, um strategische Zusammenschlüsse sozusagen zu diskutieren, um die ja, Gesellschaft der vielen aktiv zu gestalten. In dem Gespräch geht es jetzt um gesellschaftlichen Aufbruch für den solidarischen Osten. Wir wollen sozusagen, dass Migration ein zentraler Bestandteil ostdeutscher Geschichte ist. Und ausgehend von unseren postmigrantischen Erfahrungen wollen wir darüber sprechen, wie wir eben diese Allianzen schmieden und wie wir postmigrantische Visionen für Ostdeutschland entwerfen können. So ganz kurz zum Wrap-up, was heute so ansteht. Und ich würde jetzt an der Stelle gern an Angelika überleiten. Genau. Danke, Trong. Ich hoffe, dass ich langsam genug spreche, sonst bräuchte ich ein Signal von den DolmetscherInnen, falls es nicht der Fall ist. Genau. Wir wollen gerne unser Panel heute damit anfangen, dass wir uns selbst als ModeratorInnen sozusagen positionieren und auch unsere Podiumsteilnehmende darum bitten, sich zu positionieren, aus dem einfachen Grund, dass, also man hat es besonders jetzt nach der Wahl in Sachsen-Anhalt gesehen, dass oftmals in den Mainstream-Medien über den Osten gesprochen wird und über die Situation und über die Wahlen nicht mit Menschen aus Ostdeutschland. Und das wird aber oft in meinen Augen nicht klar dargestellt. Deswegen ist meiner Meinung nach so eine Positionierung wichtig. Und das ist auch ähnlich bei Migrationsthemen, dass es wichtig ist, wenn Menschen, aus welcher Positionierung Menschen sozusagen sprechen. Also mit Positionierung sind Fragen gemeint, wie welchen Bezug hast du zu Migration oder welchen Bezug hast du zu Ostdeutschland, zum Osten? Und auch gerne die Pronomen sozusagen. Genau, und ich kann ja anfangen, dass ich heiße Angelika Kim, meine Pronomen sind sie, ihr, und ich positioniere mich in unterschiedlichen Kontexten unterschiedlich. Tatsächlich, was für heute und hier wichtig ist, dass ich mich als eine ostdeutsche Person of Color sehe und gleichzeitig in Deutschland zu der Gruppe der SpätaussiedlerInnen gehöre. Und genau, ich finde das interessant, bei diesem Panel die Moderation zu übernehmen, weil für mich ist es so, dass ich nicht das Nachwende Ostdeutschland genau erlebt habe, sondern Ostdeutschland der Anfang 2000er Jahre erst und bin dann in Sachsen aufgewachsen von Anfang 2000er Jahre. Aber gleichzeitig habe ich Kasachstan und Russland nach der Sowjetunion erlebt in den 90er Jahren. Und ich finde das spannend, immer wieder zu beobachten, welche Parallelen es gibt zu diesen unterschiedlichen Gesellschaften, aber auch welche Unterschiede. Und ich glaube, dass es bei diesem Panel heute auch so ein bisschen gegeben ist, dass es so gewisse Gemeinsamkeiten gibt, aber auch sehr unterschiedliche Perspektiven und auch Lebensphasen teilweise. Genau. Dann würde ich an Trong übergeben. Genau, zu meiner Positionierung. Also mein Name ist Trong, mein Pronomen ist er. Ich finde es irgendwie als Positionierung, glaube ich, ganz passend, wenn man zu mir sagt, ich bin Aussie of Color, sozusagen in Ostdeutschland aufgewachsen, konkret in Riesa, also in einer ländlichen Region. Genau, und of Color sozusagen, weil meine Eltern auch genau klassische Vertragsarbeiterinnen waren, jetzt mittlerweile schon über 30 Jahre hier in Deutschland leben und ich sozusagen jetzt in der zweiten Generation hier bin und ja, von deren Arbeit auch in einer Art und Weise profitieren kann, mir Ressourcen erarbeitet habe, um jetzt sozusagen mit euch hier zu sein, um mit euch darüber zu sprechen.
Genau, wie wir einen solidarischen Osten schaffen können. Und für mich ist tatsächlich auch ziemlich wichtig, dadurch, dass ich mich eben auch sagen, von meiner sozialen Herkunft als Arbeiterkind begreife, stehen für mich dann auch so diese Ungleichheitskategorien zwischen Race und Class sehr stark im Vordergrund. Und genau, durch sozusagen meine Sozialisierung, politischen Sozialisierung, spreche ich auch genau von einer intersektionalen Perspektive auf diese Race- und Class-Kategorien von Ungleichheit. Genau. Und ich würde jetzt an der Stelle weitergeben an Katharina, wenn du magst. Gerne, gerne. Nur Positionierung oder auch so diese typische Kurzbio, die man am Anfang zur Vorstellung hört? Genau, also gerne, was, wer du bist, was du machst und halt die Positionierung. Ja, ich bin Katharina, sie, ihr Pronomen. Ich bin in der DDR geboren und in Ostdeutschland aufgewachsen. Meine Positionierung ist in dem Fall Ostdeutsche of Color oder Schwarze Ostdeutsche. Ich habe aber keinen Migrationshintergrund und positioniere mich nicht in die Richtung. Das wird immer schnell zusammengebracht und ich möchte mich nicht davon abgrenzen. Ich möchte nur sagen, dass es Unterschiede gibt und dass ich nicht aus der Erfahrung sprechen kann, aber als Nicht-Weiße bzw. als schwarze Ostdeutsche. Ich bin Soziologin, Literaturwissenschaftlerin und promoviere auch in dem Bereich, also genau dazwischen, zu marginalisierten Identitäten in Tagebuchblogs und Counter-Storytelling, also Gegenerzählungen. Und auf der anderen Seite arbeite ich als freie Autorin mit den Schwerpunktthemen Ostdeutschland, Klassismus, Rassismus und Punk und auch marginalisierte Identitäten im Allgemeinen. Klassismus, Rassismus und Punk daher, weil, also das betone ich sehr, weil ich da auch biografisch aus den Positionen spreche und auch ich da mit einer sehr intersektionalen Herangehensweise oder Perspektive herangehe. Und daneben arbeite ich noch bei DAMOS, das ist der Dachverband der migrantischen Organisation in Ostdeutschland, bei dem Projekt MIG Ost, das heißt Migrationsgesellschaft selbst erzählen. Das war's, das war viel. Ja, wollen wir dann einfach mit Anna weitermachen? Kannst auch dann weitergeben, Anna, wenn du möchtest. Ja, hallihallo, mein Name ist Anna Stiede. Ich bin 1987 in der DDR geboren, in Jena. Hab dort mit meiner Mutter quasi gelebt. Mein Vater hat ein bisschen weiter weg gewohnt. Meine Mutter hat dort quasi an unserem Klassenaufstieg gearbeitet, hat nämlich ihr Studium da gerade abschließen können, wofür sie hart gekämpft hat, weil das sollte ihr, war nicht so leicht, dass sie einen Studienplatz oder dass sie überhaupt Abitur machen durfte. Kommen wir uns eigentlich auch aus Arbeiterinnenfamilien. Meine Mutter hat uns den Klassenaufstieg geebnet. Aufgrund der unsicheren Lage von 89, 90 und folgenden bin ich Einzelkind geblieben und genau, bin im Osten aufgewachsen, im Kreis Weimarer Land, in einer Kleinstadt und wurde dann auf das Gymnasium nach Apolda geschickt. Das war auch so ungefähr der erste Moment, wo ich so Klassengesellschaft erlebt habe, nämlich zu sehen, wer auf das Gymnasium geschickt wird und wer nicht. Genau, und bin dann, habe dann dieses triste, graue, gewaltvolle Apolda durchlebt, bis ich dann 2005 nach dem Abi schlagartig die Flucht ergriffen habe, tatsächlich auch in den Westen, nach Westdeutschland und habe dann eine Weile in Italien gelebt und erstaunlicherweise hat mich das Leben in Italien und die Deindustrialisierungsgeschichte und Geschichte der sozialen Bewegung dort irgendwie wieder zum Osten und zur DDR gebracht und meine eigenen Bezüge aufgedeckt. Oder ich habe damit vor 10 Jahren angefangen mit anderen Menschen so aus dem Osten. Genau, ich arbeite heute nach erfolgreichem Abbruch meiner Doktorarbeit. Arbeite ich als Freiberuflerin, als Kulturarbeiterin, Kommunikationstrainerin und mache Theater aktuell mit dem tollen Kollektiv Panzerkreuzer Rotkäppchen. Und genau, bin viel im Osten und auch im Hinterland unterwegs mit dem Versuch, Menschen zu empowern,
sich Raum zu nehmen und öffentlichen Raum zu gestalten und zwar laut zu werden gegen rechte Hetze und die AfD. Das ist so mein Anliegen und meine Mission. Genau, ich freue mich auf die Veranstaltung heute und werfe jetzt mal den digitalen Ball rüber zu Danilo. Ja, hallo. Ja, ich bin Danilo und ich arbeite beim Kulturbüro Sachsen schon seit 2005. Das haben wir jetzt gerade am Anfang der Woche gemerkt, ist auch schon eine ganze Weile, weil es gibt welche, die arbeiten noch gar nicht so lange dort und es gibt welche, die arbeiten sogar noch länger als ich da. Ja, und ich habe Trong gesagt, naja, migrantisch, ich bin postmigrantisch, nee, ich bin rostmigrantisch. Weil ich bin ja ein Kind, was 65 geboren wurde und wenn ich mich positionieren will und soll, dann muss ich mal sagen, ich bin ein Wunschkind gewesen. So, das hat mich durch so viele schreckliche Ereignisse getragen, dass ich daran ganz doll festhalte. Also wenn jetzt jemand irgendwas anders behaupten würde, wäre ich ja zutiefst enttäuscht, aber gleichzeitig Kampf ist mutig, weil es ja stimmt, ich war ein Wunschkind. Mein Vater, ein mongolischer Vertragsarbeiter, war im Sinn der Qualifizierungsmaßnahme hier beim grafischen Großbetrieb Völkerfreundschaft und hat mich dagelassen. Ja, und dann ist der andere Teil der Familie, meine Mutter 44 geboren und mit ihrer Familie aus Preußen geflohen und war eine kinderreiche Familie, die hier mit einem Ausländerkind gesegnet war und hatte dann so viele Stigmata zu verarbeiten, dass man Traumwelten machen musste. Eine meiner Lieblingstraumwelten war, einen Weg im Wald zu finden, um allem zu entfliehen. So bin ich mit 4, 5 Jahren mit Wanderstiefel bewaffnet, so wie ich das konnte, dann losgestapft und er war eigentlich immer maßlos enttäuscht, dass es mich doch wieder nach Hause getragen hat. Nach Hause getragen hat es mich sozusagen zumindest immer dahin, wo ich ein Bett hatte. Das würde ich mal sagen, ist zu Hause. Und es ist Ostdeutschland geblieben mit den allergrößten Zeiträumen. Es war wenig Westen dabei. Die 90er habe ich überlebt mit der Strategie Fight Back. Darauf bin ich nicht immer stolz, aber es war notwendig. Und die Nullerjahre haben wir irgendwie wieder Hoffnung gemacht. Und jetzt bin ich so ganz froh in den letzten 5 Jahren, dass so tolle Leute wie ihr, die so jünger seid, aber so unglaublich klug und entschlossen, diese Gesellschaft neu formieren wollt. Ja, aber da kommen wir ja heute noch an verschiedenen Stellen dazu. Vielen Dank, Danilo. Ich glaube, Dmitri, du bist noch als nächstes dran. Ich glaube, ich möchte noch kurz darauf hinweisen, dass wir vielleicht wegen der Verdolmetschung ein bisschen langsam sprechen sollten. Ich bin mir nicht sicher, aber könnte ich mir vorstellen bei der Geschwindigkeit, die Danilo du an den Tag gelegt hast. Ich heiße Dmitri Kapitelmann. Ich bin 1986 in Kiew geboren worden und mit 8 Jahren nach Deutschland gekommen. Zuerst nach Meerane in Sachsen in ein Asylheim. Und 95, glaube ich, nach Grünau in die Plattenbausiedlung Leipzigs. Diese Zeit würde ich ähnlich wie Danilo zusammenfassen mit, ja, überlebt. Das spricht für mich. Aber nicht, ich würde sagen, nicht nur Fight Back, sondern auch mit der Strategie Smile Back at some point. Also ich hatte quasi die großartige Vorlage anhand der Nazis um mich herum zu sagen, ausgezeichnet, so möchte ich nicht werden. Die Traumata kamen dann ein bisschen später, einfach sehr, sehr schwierig als jüdische Familie in die deutsche Sicherheit zu ziehen, wo man dann von Nazis gejagt wird. Und auch so ähnlich, wie es Danilo gesagt hat, die 2000er Jahre eigentlich so fast vergessen, was eigentlich zuvor war. Leipzig wurde plötzlich schön und am See gab es immer Raves. Bis dann Legida und Pegida auf den Plan traten und ich dachte, ja stimmt, wo soll es denn hingegangen sein? Wir haben nie drüber gesprochen, wir haben es nie aufgearbeitet. Warum sollten diese Menschen, die jetzt groß sind, ihre Kinder eigentlich anders erziehen? Zwischendurch hab ich dann ein paar Romane geschrieben und bin Journalist geworden. Und weggezogen bin ich auch.
Also erst nach München, dann nach Berlin, dann nach Frankfurt. Jetzt bin ich wieder in Leipzig, wo ich neulich als ein Wessi genannt wurde. Weil ich habe es ja quasi geschafft, in der anderen Welt zu existieren. Ja. Vielen Dank. Ich muss, glaube ich, wieder gerade kurz an auf meine Notizen gucken, weil das war eine sehr viel ausführlichere Antwort, als ich das erwartet habe, so mehrere kleinere Zeitreisen. Aber ich muss im Heute ankommen. Also wir sind ja jetzt hier gerade bei der Tagung mit dem tollen Namen vom Bruderland zur postmigrantischen Gesellschaft. Also der Begriff postmigrantisch ist ja ein Begriff, den wir hier sogar im Titel aufgreifen. Und für mich persönlich, ich verbinde mit dem postmigrantischen Begriff eben den Versuch, so Deutschland und halt auch Ostdeutschland als ein Einwanderungsland zu betiteln und zu embracen sozusagen. Und ich weiß aber auch, dass dieser Begriff postmigrantisch ziemlich umstritten ist und auch es teilweise so Diskrepanzen gibt zwischen Ost und West. Und mich würde es, bevor wir hier in eine tiefere Diskussion einsteigen, würde es mich, glaube ich, interessieren, wie ihr halt zu dem Begriff steht, wie gut oder schlecht ihr ihn findet und mit gut oder schlecht, was ich damit meine, ist vielleicht, würdet ihr sagen, dass das postmigrantische oder wenn wir von einer postmigrantischen Gesellschaft sprechen, ist das eher ein einender Begriff oder ist es eher ein Begriff, der bestimmte Dinge oder Menschen oder Gruppen unsichtbar macht? Und ich glaube, mich daran erinnern zu können, dass du, Katharina, mir mal gesagt hast, dass du zu diesem Begriff auf jeden Fall Gedanken hast. Deswegen wollte ich dich als erstes fragen, ob du dazu was sagen möchtest. Und ich meine, du hast schon an der einen Tagung oder an der einen Konferenz teilgenommen, die denselben Titel getragen hat. Deswegen, ja, the floor is yours. Ich hatte gehofft, dass ich als Letzte drankomme, sodass alle was Tolles sagen und ich dann nur noch so, aber und dann so kritische Punkte sagen kann. Das ist jetzt nicht der Fall. Jetzt muss ich meine Strategie umstellen. Aber ich würde jetzt erstmal sagen, dass der Begriff sehr viel Positives für mich mitbringt, sehr viel Einendes, eine Idee von so, hey, wir sind doch, findet euch damit ab, es ist jetzt so, wie es ist. Und das ist toll und es ist nicht mehr, also verstehe ich ihn zumindest, migrantisches Leben ist nicht mehr, sollte man nicht als Außenseiter bezeichnen, sondern wir beeinflussen uns alle und es ist jetzt ein Zeitpunkt, wo sowieso jeder jeden beeinflusst und dementsprechend sich jeder irgendwie darin positioniert. Das finde ich ganz toll und wichtig. Ich habe so meine Schwierigkeiten mit dem Konzept, weil ich das Gefühl habe, vielleicht liegt es auch an dem Wort postmigrantisch, aber ich habe so das Gefühl, es ist so ein bisschen so eine Idee. Es gab mal diese homogene Gesellschaft Deutschland und dann kam die Migration und jetzt sind wir an einem Punkt. Jetzt gab es das ja schon, jetzt sind wir sesshaft quasi und jetzt ist einfach New Deal. Jetzt müssen Dinge ausgehandelt werden und dieser Aushandlungsprozess muss mal mehr beschrieben werden. So das Gefühl habe ich, so funktioniert der Begriff. Und mit diesem Zeitstrahl bin ich einfach sehr unzufrieden, weil ich genau dieses Narrativ schon in Frage stellen würde und auch in Frage stelle häufig mit meiner Arbeit, weil die einfach ganz anders funktioniert, weil ich lieber Kontinuitäten sichtbar mache im Sinne von, wir waren schon immer hier, also findet euch damit ab, aber nicht so, wir sind jetzt hier. Was ich genau damit meine, ist, dass ich häufig in meiner Arbeit von Homogenisierungen spreche. Ich muss aufpassen, ich muss so schnell sprechen, spreche schnell, schnell. Dass ich von Homogenisierungen spreche und dieses Narrativ benenne, was es häufig in Deutschland gibt, im Sinne von,
es gab diese homogene Gesellschaft und kurz nach dem Zweiten Weltkrieg und dann fing die Migration an. Dann kamen die Ausländer und jetzt sind wir in einer ganz anderen Gesellschaft. Und das würde ich schon mal grundsätzlich kritisch beäugen, denn dieser homogene Zustand, den wir tatsächlich nach dem Zweiten Weltkrieg hatten, ist kein Ausgangspunkt oder so eine Grundlage, so sieht deutsche Gesellschaft aus, sondern ein ziemlich perfider, künstlich herbeigeführter Homogenitätszustand, also durch den Holocaust künstlich herbeigeführte Homogenität, die kein Normal- oder Grundzustand in Deutschland ist, sondern ein ganz schönes Armutszeugnis von dem, was tatsächlich passiert ist und kein Ausgangspunkt, von dem es sich dann wegentwickelt hat. Natürlich gab es erstmal diese Homogenität und dann kam es wieder zu mehr Migration und die Gesellschaft wurde, welchem Glück, auch bunter. Aber auch vor diesem starken Einschlag der Homogenisierung gab es bereits, also war Deutschland nie eine homogene Gesellschaft, sondern eine bunte Gesellschaft. Und das meine ich mit, wir waren schon immer da, kommt endlich klar damit. Und lieber diese Kontinuitäten zu benennen und auch zu zeigen, es hat Tradition und ist Teil der Kultur schon immer gewesen, ist mir persönlich sehr wichtig. Und auch auf diese Homogenisierungen, die es auch außerhalb des Holocaust gibt, die sichtbar zu machen. Und ich meine, der Holocaust ist natürlich der krasseste Einschlag und ich will alles andere nicht damit vergleichen, aber trotzdem spreche ich in meiner Arbeit von Homogenisierungen, die auch danach passierten, die allein die 90er Jahre, in denen ich auch aufgewachsen bin, kurz nach Mauerfall und dann auch nach der Wiedervereinigung, wurden so viele nicht weiße Personen aus Ostdeutschland ausgewiesen, weil die Verträge abgelaufen sind, weil in der neuen BRD diese nicht verlängert wurden, weil Personen flüchten mussten aus Deutschland, aus Ostdeutschland, weil die Gewalt einfach zu enorm war. Aber auch Homogenisierungen im Sinne davon, dass nicht weißes Leben einfach unsichtbar gemacht wurde und wird. Auch das zeugt für so eine Scheinhomogenität. Und die Idee, jetzt ist ein Zeitpunkt angekommen, wo wir jetzt endlich mal aushandeln, finde ich dahingehend irgendwie komisch. Denn Aushandlungsprozesse haben schon immer stattgefunden. Und diese Homogenisierungen sind auch Teil der Aushandlungsprozesse auf sehr schmerzhafte Weise. Aber es gab auch schon immer, auch die Alten haben schon Dinge gemacht. Und auch das möchte ich nicht vergessen. Wir sind nicht die Ersten. Und ich glaube, dieses Narrativ so jetzt, aber wir und wir sind die Ersten und jetzt passiert endlich mal was, um es jetzt zu übertreiben, halte ich jetzt so ein bisschen auch für Symptom der ganzen Sache und spielt diesem Narrativ in die Hände. So, jetzt habe ich ganz viel geredet, um meinen Punkt zu machen. Trotzdem sehe ich natürlich auch Potenziale in dem Begriff. Aber meine Idee ist eher, Kontinuitäten und zu zeigen, diese Narrative zu brechen. Wir sind nicht neu hier. Es gab uns schon immer, Deutschland war schon immer bunt. Kommt endlich damit klar. Das war ein Feedback-Sandwich mit einem positiven Feedback angefangen und beendet. Genau, also ich habe gesehen, dass Anna bei dir die Worte von Katharina Ganzi ausgelöst haben. Möchtest du vielleicht auch was zu der Frage sagen oder reagieren? Es ist auch kein Zwang. Es ist auch, ich verspreche, es ist nicht die reguläre Ordnung, die ich jetzt die ganze Zeit durchgehe. Das ist kompletter Zufall. Na, danke schön. Ja, ich war auf jeden Fall gerade, ehrlich gesagt, sehr dankbar, Katharina so zuhören zu können. Ich bin nicht mehr so richtig in so akademischen Debatten und es ist mir jetzt gerade aufgefallen, dass ich diesen Begriff sozusagen, der mir natürlich jetzt auch so geläufig ist, dass er sozusagen in einem politischen Kontext gerade eine Rolle spielt und mit so Begrifflichkeiten in sozialen Bewegungen, die sind ja irgendwie immer wichtig, um eben in eine Auseinandersetzung zu gehen, zu gucken, finden wir hier eine Gemeinsamkeit, um eventuell auch sozusagen Forderungen zu entwickeln, um Menschen anzusprechen und so. Genau, mir ist aber aufgefallen sozusagen, verunsichern mich sozusagen so, also sozusagen so Begrifflichkeiten, wo ich mich dann frage, also viel spannender ist doch eigentlich, was passieren genau für Aushandlungsprozesse? Also macht es irgendwie Sinn, uns an diesem Begriff festzuhalten oder ist es nicht vielleicht so ganz, ganz spannend zu gucken, was passieren denn gerade ganz konkret an Aushandlungsprozessen, die auf eine solidarische Gesellschaft hinweisen? Und dieses Post,
deutet ja eigentlich immer sozusagen auf etwas Neues hin, was sozusagen aus etwas Altem entstanden ist, also immer auf eine neue, auf einen neuen Zyklus oder so. Und da habe ich mich schon auch gefragt, so, also stimmt das eigentlich? Ich habe eben in der Positionierung unterschlagen, also ich bin Kartoffel-Ostlerin, so, und ich habe nicht die Legitimation, finde ich, darüber jetzt so eine Deutungsdefinition irgendwie zu geben. Ich finde, das ist sozusagen, sollten andere sozusagen mehr Rederaum irgendwie haben. Aber genau, ich habe mich auch gefragt, also spannend ist doch irgendwie zu gucken, was gab es eigentlich schon immer für Debatten und für Kämpfe auch und wo sind Menschen zusammengekommen und haben nämlich genau darauf hingewiesen, dass wir eine inklusive und intersektionale Perspektive brauchen, also sozusagen eher die Verwobenheit von verschiedenen sozialen Ungleichheiten uns anschauen sollten, um vielleicht aus den Differenzen heraus nach Gemeinsamkeiten zu gucken und was Neues zu gestalten und irgendwie solidarische Räume zu schaffen. Und ich muss daran denken, dass ich eine Ausstellung gesehen habe zu quasi migrantischen, feministischen Kämpfen auch um 89-90 und da gelernt habe, dass die Initiative Schwarzer Deutscher schon 88 oder 89 aus dem Westen sozusagen nach Dresden, glaube ich, sind und dort so Frauengruppen getroffen haben, wo ich so dachte, wow, super zukunftsweisend und ich habe mich viel schon mit DDR-Opposition auseinandergesetzt, aber wusste das noch gar nicht, dass es sozusagen noch zu DDR-Zeiten da auch Begegnungen stattgefunden haben zwischen Communities und auch Anfang der 90er einfach viel Begegnung stattgefunden hat, von der ich als weiß positionierte, sozial bewegte Person noch nichts wusste bis vor kurzem. Also das interessiert mich eigentlich eher zu gucken, was gab es denn alles schon sozusagen für Versuche, was gibt es für eine Geschichte auch hin zu einer inklusiveren Gesellschaft. Und von daher, ja, also wenn uns das postmigrantisch hilft, gerade uns aneinander sozusagen auch zu reiben und zu gucken, wo haben wir Differenzen, aber wo können wir durch diese Differenzen hindurch auch nach Gemeinsamkeiten suchen, dann finde ich das irgendwie cool. Aber mag es auf jeden Fall auch gerne eher über konkrete Erfahrungswelten, Biografien und unsere eigenen Erfahrungen auch in politischen Kämpfen zu sprechen. Genau, das finde ich irgendwie spannend. Danke, Anna. Ich glaube, ich würde diese Frage auch an Dmitri weitergeben. Was würdest du sagen? Lebst du in einer postmigrantischen Gesellschaft? Möchtest du in einer leben? Kannst du dich mit dem Begriff verbinden? Fühlst du damit darin aufgegriffen sozusagen? Also ich bin schon intuitiv sehr bei Katharinas Argument, nämlich gute Idee, gute Benennung, aber eben auch etwas, was zu sehr von der großen Verhandlung jetzt ausgeht und viele Dinge vereinfacht. Ich möchte dazu ein Beispiel nennen, nämlich besonders so in den Jahren 2015, 2016, gab es ein ziemlich großes Unbehagen bei den russischen Juden in Leipzig. Und zwar darüber, dass bei der Ausländerbehörde jetzt alles so lang dauert und bei den Ämtern, weil die ganzen Syrer da sind. Also es wurde quasi, da die osteuropäische Einwanderung eine der größten Wellen in der jüngeren Gegenwart war, Einwanderungswellen, eigentlich auch ein scheiß Begriff nebenbei, hat so zumindest die Diaspora in meinem Umfeld das quasi als ihr Recht empfunden, dass die heimische Ausländerbehörde die eigenen Anträge zuerst verhandelt. Ich will damit sagen, die gesellschaftlichen Verhältnisse sind natürlich super komplex und vielleicht bin ich schon in dem postmigrantischen Teil als jemand, der 25 Jahre hier ist, eine Familie, die vor 2 Jahren erst aus Aleppo hergeflogen ist, die kann mit diesem Begriff, glaube ich, noch nichts anfangen.
Die kann die noch nicht operationalisieren und die sind auch einfach mit diesem neuen Leben an einem anderen Punkt. Die wichtigere Frage ist aber tatsächlich, wie können wir solidarisch werden in diesen Gruppen und wie können wir mit den verschiedenen Ressourcen, die wir in diesem Land bereits haben, einander helfen. Der Begriff ist etwas für mich sehr Relatives, was eher eine intellektuelle Stütze denn eine Beschreibung der Gegenwart ist. Danke. Ich würde gerne etwas aufgreifen, was Anna gerade gesagt hat. Also du hast ja davon gesprochen, dass du etwas erfahren hast über die Geschichte der DDR, auch so migrantische Geschichte beziehungsweise Politisierung in der DDR, die du vorher nicht wusstest, ne, in diesem Museum. Und mir ist diese Frage in meiner Vorbereitung eingefallen, die ich gerne an Danilo auch richten würde. Und zwar, du bist ja, so wie ich das verstehe, bist du in der DDR oder in Ostdeutschland sozialisiert und auch hast dich da politisiert. Und ich wollte fragen, weil ich habe den Eindruck, dass zum Beispiel in Statistiken, wenn es um Migration geht, darüber redet Katharina auch oft, dass bestimmte Statistiken nur halt Westdeutschland irgendwie reflektieren und nicht Ostdeutschland. Und ich glaube, Anna hat das in ihrer Arbeit auch mal erwähnt, dass so bestimmte politische Kontinuitäten über Ostdeutschland oder die DDR überhaupt nicht bekannt sind. Deswegen wollte ich dich, Danilo, fragen, ob du der Meinung, also erstens, wie deine Politisierung abgelaufen ist in der DDR, nehme ich mal an, und ob du der Meinung bist, dass das bekannte Geschichte ist oder ob diese Geschichte von Ostdeutschland und DDR irgendwie untergraben ist in unserer dominanten Narrative sozusagen. Du schaust etwas verwirrt. Verstehst du, was ich von dir will? Nein, ich versuche, ich muss relevant bleiben in den vielen Dingen, die mir da einfallen. Ja, natürlich ist die DDR-Sozialisation eine, die ein Teil meiner Biografie ausmacht. Und ich glaube, das haben Sherman Langhoff und Fatih Akin damals mit postmigrantischem Theater aufgenommen. Beschäftigt euch, reflektiert euch, guckt, was es außer Migration in euch gibt und lasst doch das mal mit der Einwanderungsgeschichte erzählt Zukunft, erzählt Gegenwart. Und das ins Soziologische oder in die sozialen Bewegungen zu überführen, ist schlau, möglicherweise. Oder auch nicht, weil die Individualisierung und Vereinzelung ist ja auch so eine gefährliche Geschichte. Politisch geworden bin ich, glaube ich, mit dem Bewusstwerden des Offerings, weil ich bis 12, 13 nicht bewusst diese Prozesse reflektiert habe und das kann ich vielleicht doch sagen. Schade, aber das ist einfach so. Der Platz im Kindergarten wurde abgelehnt mit der Idee, dass fremdrassige Kinder nicht betreut werden können, weil man keine Idee dazu hat, sie zu schützen. Hort durfte ich nicht sein, weil man Angst hatte, dass die anderen Kinder mir was tun. Das ist ja auch eine ganze Menge Selbstbeschreibung, die man heutzutage sagen muss. Mann und Peter, die waren aber weit. In einer bestimmten Art und Weise. Ja, und dann irgendwie ging das los, so mit 13, 14, dass es wirklich Angriffe gab, weil ich war, wie ich war. Ich war so klein, ich war so anders, ich war so komisch für die. Und ich war eine Konkurrenz. Eine Konkurrenz, die ich nicht verstanden habe. Eine Konkurrenz, die ich mir bis heute nicht erklären kann. Ich sollte weg. Und dann ging es los mit dem Rennen. Und irgendwann musst du dich entscheiden, ob du rennst oder ob du irgendwann stehen bleibst und dich umdrehst. Und das ist so ein Ding, dann wird man politisch, man denkt nach, wie kann ich das machen? Wer kann mir helfen? Wer erzählt mir was? Wer sind meine
heute würde man sagen, Role Models. Und das erste Mal richtig glücklich war ich in der Schule, als das Buch Jamila gelesen wurde von Genghis Aitmatov. Die Beschreibungen dieser Menschen, das waren auf einmal, es gibt mehr als mich. Die sind alle wie ich. Ich finde die schön. Ich kann nicht über die lachen, weil die hässlich sind. Weil meine Mitschülerinnen lachten, weil die so hässlich sind. Ich sage immer, ach, hässlich bin ich. Gut, okay, das ist nicht schlimm, weil es gibt noch mehr Hässliche wie mich. Und wenn wir alle Hässlichen sind, dann ist gut. Und diese negative Erzählung wollte ich nie hören. Deswegen bin ich vielleicht politisch geworden, weil mein inneres Streben, jetzt wäre ich ganz esoterisch, war Glückssuche. Ich wollte immer lachen können. Ich lache so gern und springe auch so gern andere zum Lachen. Und ich mag es überhaupt nicht, wenn das so streng wird, wenn es so unausweichlich wird, weil ich bin tief davon überzeugt, Menschen sind fehlerhaft, sie sind verräterisch, aber sie sind wunderbar. Und das bringt mich auch wieder zurück zu deiner Frage, ob ich sozusagen dann später, also tatsächlich so eine Kontinuität entdecken haben können. Ja, diese Kontinuität gibt es auch erst im Nachhinein. Das erste Mal habe ich darüber nachgedacht, bei so einer Veranstaltung in Berlin, 30 Jahre, Mauerfall, hast du nicht gesehen. Und da ist mir eingefallen, ja, der Grundverrat der DDR an Leuten wie mir war, dass sie überhaupt nicht beachtet wurden, dass diese und der Grundverrat beider deutschen Staaten war, den Fall der Mauer, das Ende des Kalten Krieges zu einer innerdeutschen Angelegenheit zu machen. Das schloss so viele aus. Und das auch noch völkisch aufgeladen. Das war eine Unverschämtheit. Und das hat mich sozusagen, ja, wie sagt man, es war ein Katalysator. Also dann habe ich gedacht, ich habe eigentlich gar nicht gedacht, ich habe nur noch gemacht. Deswegen bin ich auch nicht so ganz so stolz auf viele der 90er-Jahre-Sachen. Aber da war so eine Wut, da war so eine Empörung und da war so viel Verzweiflung auch. Und trotzdem haben wir dann, und da hat Katharina schon was gesagt, es gab eine lustige Subkultur, die Punks, aber die waren mir manchmal zu streng, aber es gab so eine Hippie-Punks, die wussten gar nicht, ob sie Punks sind oder Hippies. Und mit denen habe ich immer abgehangen, das war total schön, die waren bunt, die haben sich wenig Gedanken gemacht über das Morgen, aber sehr viel über das Heute. Ja, vielleicht so viel. Jetzt habe ich genauso kryptisch geantwortet, wie du gefragt hast, glaube ich. Entschuldigung. Gut, danke für das Feedback. Möchte vielleicht noch jemand aus dem Panel etwas zu dem von mir oder von Danilo Gesagten sagen? Nein? Danilo hat das so schön formuliert, ich würde mir gar nicht jetzt trauen, was dazu noch zu sagen, um das einfach im Raum so stehen zu lassen. Ich fand das sehr schön. Auch wenn ich zu den strengen Punks gehört habe. Ja, dann würde ich sagen, zeitlich würde ich an dich dann übergeben, Tron. Wenn du magst. Ich habe mir eigentlich so noch ein bisschen erhofft, ein bisschen mehr sozusagen in diesem kollektiven Erinnerungsraum zu bleiben, um noch so ein bisschen was von euch rauszuholen. Aber ich glaube, wenn dann sozusagen diese Zeit schon so stark vorangeschritten ist, können wir tatsächlich jetzt auch in die Gegenwart schauen. Und ich hatte ja eingangs gesagt, dass es die sachsen-anhaltinischen Landtagswahlen stattgefunden haben. Wir merken immer noch, dass sozusagen die AfD mit sehr hohen Stimmenanteilen dort präsent ist und eine Gefahr ist sozusagen auch für die gesamte Zivilgesellschaft. Und wir wollen ja heute darüber diskutieren, was dieser solidarische Osten ist und wie wir innerhalb dieses solidarischen Ostens eben auch Bezüge zueinander herstellen, obwohl wir so unterschiedlich sind. Und ich glaube, wichtig wäre mir jetzt, glaube ich, erstmal so ein bisschen zu fragen, wir haben jetzt festgestellt, dieser postmigrantische Begriff ist schwierig zu handeln, der ist irgendwie ein bisschen schwammig, den muss man sozusagen erstmal konkret definieren und das bringt mich jetzt sozusagen als Moderator in so eine etwas
trickige Situation, weil wir eigentlich mit der Frage starten wollten, was die Ziele sind von postmigrantischen Allianzen. Und dadurch, dass wir jetzt aber postmigrantisch durchstreichen, bin ich so ein bisschen, glaube ich, nicht aufgeschmissen, aber ich glaube, wir müssen sozusagen nochmal so ein bisschen back to basics gehen, um sich zu fragen, was sind denn sozusagen diese gesellschaftlichen Probleme, die nochmal sozusagen analytisch aufzugreifen, aus sozusagen eurer Positionierung heraus. Das ist ja sozusagen, was wir wissen von euch, eure Positionierung, aus euren Positionierungen zu formulieren. Was ist gerade für euch sozusagen den Kampf, die Auseinandersetzung, die Aushandlung, die ihr betreiben wollt, mit euch sozusagen, mit dem solidarischen Osten, den Leuten, die sozusagen hier in dem Raum sitzen? Vielleicht auch ein kurzes Feedback von euch, ob diese Frage auch so ein bisschen schwammig war oder ob ich es nochmal reformulieren soll. Ich antworte jetzt. Ich fand die Frage verständlich, denke ich. Also ich denke, dass ich sie verstanden habe. Ich wollte bloß nicht nochmal zuerst sprechen, weil ich die ganze Zeit schon zuerst gesprochen habe. Aber ich weiß gar nicht, also ich habe ja so negativ angefangen mit dem Begriff und deswegen wollte ich auch nicht zuerst darüber sprechen. Aber ich hatte ja auch gesagt, ich glaube, man muss den Begriff nicht über Bord schmeißen und ich finde, der macht auch ganz viel erstmal Positives auf. Aber wenn wir, ich meine, der solidarische Osten, ich habe das Gefühl, das ist auch ein Wortspiel, was auch relativ aktuell ist, beziehungsweise was ich noch nicht sehr lange kenne. Korrigiert mich da gerne. Aber dieses Bewusstsein für, wir sind aus dem Osten, wir sind Ostdeutsche oder wie auch immer, irgendwas dazwischen und wir haben alle irgendwie ein Ziel und das ist, oder zumindest eine Eigenschaft, die uns verbindet und das ist erstmal gegen rechts zu sein in allen seinen Ausführungen. Das ist ja was sehr Verbindendes. Was ich in meiner Arbeit mache, wo ich merke, das treibt mich an, ist Sichtbarmachung auch innerhalb dieses solidarischen Ostens. Und ich glaube, dass auch das dazu beitragen kann und tut hoffentlich, Sichtbarmachung von Geschichten, von Personen, von Perspektiven, die bisher im Diskurs völlig unsichtbar geblieben sind. Und wie vor allem nicht weiße Positionen oder von Klassismus betroffene Positionen, aber auch noch viele andere darüber hinaus. Gleichzeitig, und da stößt es sich halt für mich mit dem Begriff, aber das macht auch gar nichts, ist für mich die Kontinuität wichtig und das auch zu sehen. Denn ich habe immer das Gefühl, ich habe gar keine Geschichte, ich habe keine Legacy oder keine Kontinuität, auf die ich zurückblicken kann. Denn ich habe auch starke Othering-Erfahrungen gemacht, wie der Nilus beschrieben hat. Und ich hatte immer das Gefühl, ich bin aufgewachsen mit dem Gefühl, ganz allein zu sein. Es wurde ja auch nie verhandelt, es wurde nicht über Rassismus gesprochen, es wurde nie über nicht weiße Perspektiven und Personen gesprochen, es wurde immer so hasch-hasch unter den Teppich gekehrt, in der DDR, aber auch darüber hinaus, also die Mentalität ist ja irgendwie geblieben, dieses I don't see color und auch gar nicht das Ansprechen und so tabuisieren, das ist richtig für mich ganz unangenehm war, da ist irgendwas mit mir, was ganz furchtbar ist, denn da wird nicht mal drüber gesprochen und dann kamen die 90er und ich habe gemerkt, da ist was an mir, was auf einmal lebensbedrohlich wird und Menschen dazu bringt, gewalttätig mir gegenüber zu sein oder andere auch zu töten. Und trotzdem, gleichzeitig wurde es nie ausgehandelt oder auf den Tisch gebracht. Was ist denn das? Und es ist nicht deine Schuld, und es ist, sondern es ist, die anderen haben hier ein Problem. Und auch, aber nicht dadurch mit anderen zu connecten zu können, andere Erfahrungen zu hören, Gleichgesinnte quasi zu finden, die sagen, hey, diese Erfahrung habe ich auch gemacht. Diese mangelnden Kontinuitäten und Vernetzungen, das treibt mich sehr stark an. Also raus aus dieser Einsamkeit hin zu Sichtbarkeit und Vielfalt mehr in den Mittelpunkt stellen und sich darüber zu finden und darüber auch solidarisch zu werden.
da setze ich jetzt den Punkt. Okay, möchte jemand dazu Bezug nehmen? Ja, ich würde vielleicht mal anschließen daran. Also was mich total doll umtreibt, ist, dass es einfach genau diese Räume oder so, wie ich jetzt Katharina gerade verstanden habe, diese Verhandlungsräume oder das, wo, also Räume, wo man sich eben vielleicht auch mal zuhören kann, wo man etwas hören kann von sozusagen anderen Geschichten, die gab es einfach in den 90ern nicht. Und das ist halt ein total großes Problem. Und ich würde sagen, das ist überall in der Welt, wo es krasse Gesellschaftsveränderungen gibt, ist das einfach ein Problem, dass es solche Räume nicht gibt, wo Gesellschaft zusammenkommen kann und das Alte verabschieden kann. Also ich habe jetzt in der Vorbereitung dieser Veranstaltung hier nochmal, also sind so total viele Erinnerungen hochgekommen und ich habe gedacht, wie absurd es eigentlich ist, dass in der DDR so viele Leute sich danach gesehnt haben, irgendwie mal rauszukommen aus der DDR. Und dann, als es die Möglichkeit gab, sozusagen zu reisen und so weiter, ist halt so eine krasse Angst vor dem vermeintlich Fremden oder so entstanden. Das ist sowas von absurd eigentlich. Und ich glaube aber, also ich bin davon überzeugt und ich habe das Gefühl, in Deutschland gibt es irgendwie so eine Blockade, auch in aktivistischen Kreisen, sich mit Emotionen auseinanderzusetzen. Es wurde total verpasst. Es wurde einfach total verpasst, die DDR zu verabschieden. So, also sozusagen auch ein Ritual zu haben oder sozusagen auch mit diesem Verlust einer Kultur, eines Systems so zu sprechen und irgendwie sich aufzumachen für neue Möglichkeiten. Und das finde ich total fatal und wir können das jetzt auch nicht mehr nachholen. Was wir aber machen können, ist eben mit dieser Erfahrung sozusagen anzusetzen, und das passiert ja jetzt auch gerade schon seit einigen Jahren, uns halt Rederäume zu erschließen, wo wir über DDR- und Osterfahrungen aus verschiedensten Perspektiven sprechen. Und ich finde, dass das mega, mega wichtig ist, gerade um sozusagen auch der AfD und den Nazis sozusagen was entgegenzusetzen, ist es einfach total wichtig, über auch Verlusterfahrungen, über Emotionen zu sprechen. Ich bin selber antifa-sozialisiert in Thüringen und für mich, da gab es nicht viel Platz irgendwie für Emotionen. Man musste halt einfach immer ganz schön knallhart irgendwie funktionieren können. Und allgemein beobachte ich das in den sozialen Bewegungen, dass einfach, dass man halt sehr viel immer so am Funktionieren ist und für die bessere Welt fighten und so. Was auch total wichtig ist, aber wir haben auch alle Geschichten in uns und ich glaube, wir sollten uns mehr Raum nehmen, uns zuzuhören. Und Danilo hat eben auch etwas gesagt, nämlich, dass wir alle Fehler machen. Ich finde, das ist eigentlich auch was ganz Spannendes, unterscheidet uns beispielsweise auch von Maschinen. Also fehlerfreundlich miteinander sein, also sozusagen Sachen auch auszuprobieren, miteinander neue Verknüpfungen zu wagen, vielleicht auch irgendwie zu scheitern und dann irgendwie es nochmal auszuprobieren, neue Sachen auszuprobieren, finde ich irgendwie wichtig. Und was, also Punkrock und Antifa war für mich auf jeden Fall in meiner Jugend, auf jeden Fall, das waren die einzigen sicheren Orte, die ich irgendwie so hatte. Und deswegen finde ich halt auch nochmal so Subkultur ist einfach super, super wichtig, als sozusagen so Orte, wo man sich irgendwie auch empowern kann, wo man sozusagen noch andere GefährtInnen irgendwie so sammeln kann. Die Frage ist halt, wie können wir auch aus diesen subkulturellen Kreisen hinausstrahlen und sozusagen uns auch irgendwie mehr werden daraus oder vielleicht auch aus dieser Kraft, die wir in Subkultur gewinnen können, auch sozusagen öffentliche Räume einfach mehr einnehmen, weil ich glaube, darum wird es irgendwie in der Zukunft auch im Osten gehen, irgendwie so Räume einzunehmen, so wie das irgendwie im ostdeutschen Hinterland einfach seit dem Sommer der Migration tatsächlich auch wieder viel, viel mehr passiert. In meiner Stadt, wo ich groß geworden bin, Apolda, die Straßen und Plätze waren einfach wie tot und seit dem Sommer der Migration ist da wieder Leben irgendwie so da. Das ist eigentlich auch mega, mega cool und ich glaube, es muss einfach wieder mehr Lebendigkeit auch im Hinterland, im Osten so sichtbar werden. Danke, das war ein brennendes Plädoyer, auch nochmal sozusagen diese
starken, also die wichtigen Erzählungen im ländlichen Raum dort nochmal sichtbar zu machen, ein Plädoyer für Safer Spaces, ein Raumverständnis, sich überhaupt erstmal diese Räume zu schaffen, um überhaupt in diese emotionale Auseinandersetzung zu gehen, um dann auch überhaupt sprechfähig zu werden. Und würde das nochmal so ein bisschen packagen, ne? Weil du, Katharina, ja auch meintest, es geht dir ganz stark um Kontinuitäten, es geht dir um Sichtbarmachung, es geht dir um Vernetzung. Und genau, sozusagen auch im Gespräch, ich war ja nicht konkret mit dir im Gespräch, Dimitri, aber du hast sozusagen, du hast eine Skepsis dagegenüber geäußert, dass du keine oder kaum Erfahrung hast in diesen Allianzbildungen. Aber du bist ja sozusagen Autor. Du strahlst mit deinen Werken, du strahlst mit deinen Narrativen und verarbeitest die ja auch in einer Art und Weise da drin. Diese Traumata und gibst Menschen, die vielleicht nicht strahlen, ja, ist jetzt irgendwie ein Anhaltspunkt, sich irgendwie damit identifizieren zu können. Und ich frage dich vielleicht auch sozusagen aus einer Positionierung als Autor, als Schriftsteller, was glaubst du, wie könntest du sozusagen Allianzen bilden? Was könntest du dazu beitragen, um als Autor gegen rechts zu sein oder sowas? Ja, im Prinzip kann ich eigentlich die vorhergehenden Äußerungen ziemlich genau mitgehen. Es ist in erster Linie ein Sichtbar- und ein Spürbar-Machen. Die Geschichten, die ich davon erzähle, sei es davon von einer russisch-jüdischen Familie im Leipziger Plattenbau in den 90ern, die erzähle ich allen Menschen, die diese Geschichte hören wollen und die bereit sind, mit mir zu lachen und zu weinen über das, was da geschehen ist. Also grundsätzlich versuche ich da eine Brücke zu allen zu bauen. Und natürlich, je mehr Leute über diese Brücke laufen, desto mehr Menschen sehen auch, wer wir waren oder aus welcher Geschichte wir auch hierher gebracht haben. Und ich habe auch sehr oft das Gefühl, dass ich zumindest einigen Menschen in diesem Land etwas kaum vorher Gekanntes zeige. Also nicht, weil ich so wahnsinnig innovativ schreibe, sondern weil es für sie so weit entfernt ist, so fremd ist, diese Dinge. Also sowohl unsere Geschichte als auch das Leipzig, von dem ich erzähle. Ich mache es super plakativ. Ich hatte eine Lesung in Regensburg und habe davon erzählt, wie mich den Erzähler Nazis nicht umbringen, weil mein Vater sich mit dem Obernazi beim Gastegehen angefreundet hat vor der Platte. Also wir hatten so einen Rottweiler Paul und wir hatten so einen Bessertown Gina und die standen immer vor diesem Plattenbau und während die Runde die Büsche vollschissen, haben sie sich irgendwie angefreundet. So, und dadurch habe ich den Pass bekommen, nachts nicht zusammengeschlagen zu werden. Und natürlich, ich öffne dann ein bisschen auch unsere Traumata, zeige ein Ostdeutschland, das man in Regensburg nicht so kennt, und da sitzt dann dieser alte Bayer mit seinem Hut und Schnäuzer und fragt, ist es wirklich wahr? Also da öffnen sich ganz neue Universen, und ich tue das auch gern, und ich glaube, inzwischen tue ich das auch mit einer Stimme, die den Deutschen sehr nah im Ort ist, oder uns Deutschen auch sehr nah im Ort ist. Warum jetzt vollkommen exkludieren? Also ich habe tatsächlich das Gefühl, da einfach sehr viel aufbauen zu können, sehr konstruktiv sein zu können. Einerseits. Andererseits gibt es für mich auch Momente großer Verzweiflung. Bei allem Willen, fehlerfreundlich zu sein, bei allem Verständnis dafür, dass zum Beispiel, dass die DDR nicht verabschiedet werden konnte und dass auch andere Familien hier tiefe, tiefe Traumata haben, die quasi, bevor wir von ihnen Solidarität einfordern können oder erbitten können von mir aus, müssen sie erst lernen, zu sich selbst solidarisch zu sein, müssen sie erst lernen, zur eigenen Familie solidarisch zu sein. Ich bin bereit, das alles zu verstehen. Ich bin ein sehr, sehr großer Freund von allen möglichen Menschen. Aber es gibt auch diese Augenblicke, wie zum Beispiel vor wenigen Tagen, als die AfD
in Sachsen-Anhalt 23% oder wie viel es war, eingefahren hat, in einem Land, wo vor kurzem der Terroranschlag auf die Synagoge war. Ja, also, dass da eine rechtsextreme Partei Volkspartei-Werte einfährt, ausgerechnet diese AfD, ausgerechnet in diesem Bundesland, da möchte ich oft hinschmeißen. Dann habe ich keine Lust auf diesen verständnisvollen und sensiblen Dialog. Weil du mich als Schriftsteller gefragt hast, das führt hoffentlich nicht wirklich dazu, dass ich anders schreibe, weil ich im Prinzip den humanistischen Ton niemals verlieren möchte. Aber es führt schon dazu, dass ich mich dann frage, wer wird das eigentlich verstehen? Wer sind eigentlich die Leserinnen und Leser, die dieses Buch bereit sind anzunehmen? Und dann empfinde ich eben die Furcht, dass das nur ohnehin die paar Seelenverwandten sind, die schon vorhin bereit waren, dieses Buch zu lesen. Ist das verständlich? Ja. Danke. Ich glaube, was mir jetzt gerade, glaube ich, in so einem Verständnis von Allianz nochmal sehr stark geholfen hat, ist ja auch, dass eine Allianz ja besteht aus verschiedenen Anteilen von Gruppen, die sozusagen sehr unterschiedlich sind und ein gemeinsames Ziel haben, was auch immer das ist. Katharina meinte sozusagen, gegen rechts zu sein. Aber die Kunst des Ganzen ist ja, in der Breite eine Allianz zu schmieden, wo man gemeinsam arbeiten kann, sich sozusagen nach vorne zu schreiten gegen rechts. Und ich glaube, das, was du sozusagen mit Romanen total gut verarbeiten kannst, oder das Beispiel, was du gerade genannt hattest, war ja sozusagen so eine Art von Überlebensstrategie. Also eine Kommunikation zu gewährleisten über Romane, die sozusagen nicht auf so einem wissenschaftlichen Niveau sind, sondern sozusagen über Romane. Ich glaube, da kann sozusagen ganz anderes Wissen formuliert werden als sozusagen über ein wissenschaftliches Paper. Und ich würde jetzt an der Stelle, glaube ich, so ein bisschen überführen an Danilo vielleicht auch. Ne? Du hast gesagt, du bist irgendwann nicht mehr weggerannt. Du bist stehen geblieben, du hast irgendwie so Haltung gezeigt und du hast auch gesagt, dass du Rostmigrant bist. Und ich sozusagen verstehe mich auch als eine Form von Antifaschist. Ich bin aber sozusagen um einiges jünger als du und hier in der Runde eben auch. Und für mich ist sozusagen auch dieses Allianz-Ding ja nicht nur eine Frage von so welche thematischen Gemeinsamkeiten hat man, sondern tatsächlich auch nochmal generationsübergreifend darüber nachzudenken, was gibst du mit deinen Erfahrungen an so eine Generation wie uns, die sich sozusagen mit diesen aktuellen Themen von gegen rechts zu sein, Klimakrise, was weiß der Geier, also wir leben ja in einer multiplen Gesellschaft voller Krisen, genau, was magst du sozusagen aus deiner Positionierung vielleicht auch so gegen rechts nochmal so uns mitgeben? Ich habe ja jetzt gedacht, es kommt jetzt was zu den Allianzen. Wie macht man das? Weil es ja mein täglich Brot. In der Tat wäre ich dafür bezahlt, Bündnisse zu beraten, Institutionalisierung zu betreiben. Und ja, ich glaube, es ist so, was kann man weitergeben? Man muss viele Dinge gleichzeitig tun. Das ist schwierig und es ist ermüdend und es ist unglaublich anstrengend. Ich kann auf jeden Fall weitergeben, es wird nicht einfach und es wird Verlierende geben und es wird bittere Niederlagen geben und man wird plötzlich Wände vor sich haben, die man gar nicht gesehen hat, springt dagegen und fällt um. Man muss wieder aufstehen und einfach weiterrennen. Also das will ich aber gar nicht weitergeben. Das ist nur so diese Erfahrung, die müsst ihr wissen. Also es gibt überhaupt nichts Sauberes, Reines, Ideales, Normatives. Das sind so Faschistenideen. Das gibt es überhaupt gar nicht. Es ist alles furchtbar durcheinander, bunt und zerflettert und man muss immer was draus machen. Das ist es eher. Ich denke, Institutionalisierung einerseits muss man tatsächlich betreiben in durchaus so einer Idee wie Landesverbände,
Dachverbände, große Sachen irgendwie zusammenbauen, auch wenn es überhaupt nicht zusammenpasst und wenn es da einen Mega-Streit drin gibt, nach der Ausrichtung, nach Selbstbild und so weiter. Und gleichzeitig muss man da die Differenzierung vorantreiben, denn eines der ganz klugen Begriffe, die wir jetzt noch nicht gehört haben, haha, auch nicht von mir, sondern von Karls Mutter, sollte uns zusätzlich antreiben. Es geht um die progressiven Minderheiten. Wer ist es eigentlich, das zu identifizieren und daraus dann so etwas zu bauen wie belastbare Netzwerke, was ja Allianzen sein könnten? Und das über politische Bildung zu erreichen, über Organisation von Gemeinschaften, Gemeinschaftserlebnisse, gemeinschaftliche Aktionen zu machen, das auch zu institutionalisieren an ganz vielen Stellen. Also jetzt vor wenigen Monaten hörte ich, dass es wiederum Gründer geben sollte eines Antifa-Allianz, als hätte es noch nie gegeben. Das ist eigentlich komisch, weil die gibt es schon ewig. Aber na gut, dann gibt es auch so eine Namensgründung. Und ich war erstaunt, dass es bei dem Tribunal Zwickau-Chemnitz so forciert wurde als so eine Art Gründungsidee, obwohl das schon vorher eine der wenigen Allianzen war, die aber durchaus nicht belastbar war, wie 2011 die Selbstentdeckung des NSU gezeigt hat. Es hat ja nicht nur Staat und alle Gesellschaft versagt, nein, es hat auch die Antifa versagt, die haben auch nicht gewusst. Die waren auch völlig blind und ignorant. Was das für Ursachen sind, will ich gar nicht sagen. Ja, und die Allianzen zu bilden, heißt ja, dass man Alliierte finden muss. Und da, glaube ich, geht es wirklich wieder, um an den Anfang zu kommen, um die gleichzeitige Differenzierung, zu sagen, wer ist hier eigentlich progressive Minderheit und mit wem will ich mit wem will ich alliiert sein und auch diese Alliierten stark zu wollen. Das ist so unser Job, der manchmal so, wie soll man sagen, auf Messers Schneide dann so Entscheidungen abbringt. Also will man eher den großen Dachverband stützen oder will man eher die kleine Gruppe darin stützen, die gerade sich da nicht so besonders aufgehoben fühlt? Ja. Also es ist ein anstrengender Prozess, das kann ich weitergeben. Aber es macht auch Freude. Man trifft so ganz viele super Menschen. Das ist sehr schön. Danke, Nanino. Das war sozusagen in diesem Begriff progressive Minderheiten. Vielleicht ist das ja tatsächlich ein Begriff, den man sich mal etwas näher anschauen sollte, inwiefern man sozusagen mit diesem Begriff differenziert damit umgehen kann, herauszufinden, wer diese Alliierten sind. Anna, ich habe auch dein Kopfschütteln so ein bisschen gemerkt, als Danilo so, hart gegen die Antifa gefahren hat. Ich konnte das nicht deuten. Hast du Lust, vielleicht kurz darauf einzugehen? Ja, sehr gerne. Ich kann jetzt natürlich, ich spreche jetzt hier ganz bestimmt nicht für die Antifa. Das ist hoffentlich allen hier im Zuschauer im Raum klar. Ich wollte nur sagen, also ich habe in meiner Jugend mehrfach vor dem Braunen Haus in Jena irgendwie demonstriert und wir haben ordentlich auf die Mütze bekommen von der Polizei, weil wir standen da und haben darauf hingewiesen, dass diese Nazis, die sich dort quasi organisieren, super, super krass gefährlich sind, dass sie Waffen haben. Es stimmt, wir wussten wahrscheinlich nicht, in welchem Ausmaß sozusagen so, aber also es stimmt nicht ganz, dass sozusagen das in antifaschistischen Strukturen nicht klar gewesen sei, wie krass gefährlich halt sozusagen diese Netzwerke halt sozusagen sind. Ne? Ich glaube, für viele von uns war es mega, mega krass, diese Aufdeckung dann eher sozusagen als etwas, als eine Bestätigung dafür, wie sehr wir eigentlich recht hatten, sozusagen, als wir irgendwie jedes Wochenende irgendwo sozusagen versucht haben, uns den Nazis entgegenzustellen. So. Und was ich aber, wo ich Danilo aber recht geben würde, und da, also das fand ich für mich einen krassen Lernprozess, war die Feststellung 2010, 2011, Antifaschismus heißt halt nicht gleich Antirassismus. So, also es wurde sozusagen so in weiten Teilen der Bewegung irgendwie wurde ziemlich deutlich so, wir leben in, also sozusagen, dieses System ist rassistisch, so,
Und ja, als Antifaschistin habe ich ein, möchte ich gerne sozusagen, also will ich sozusagen eine antirassistische Haltung haben. Aber nur weil ich Antifaschistin bin, habe ich nicht gleich eine antirassistische Haltung. So. Und also ich finde, das ist so die letzten 10, 11 Jahre so total deutlich geworden. Wir können unsere Praxen, die wir sozusagen, also unsere antifaschistischen Praxen, ließen sich nicht einfach übertragen in antirassistische Praxen. Und gerade irgendwie auch als eine relativ weiß positionierte oder sozusagen, ja, also es gibt ja auch migrantische Antifa-Gruppen, aber sozusagen, also ein großer Teil sozusagen der antifaschistischen Bewegung ist relativ weiß positioniert. So, und ich glaube, wir mussten und müssen einfach auch selber erstmal da hindurch uns mit gewissen Dingen selber auseinanderzusetzen, so auch viele, viele Dinge zu verlernen, also weil auch ich bin nicht frei von Rassismen, so, und ich muss mich damit auseinandersetzen, und das hat es mir auf jeden Fall so in den letzten 10, 11 Jahren total deutlich gezeigt, dass wir sicherlich viel aus unseren antifaschistischen Praxen übertragen können, auch in andere Kämpfe, aber dass wir deswegen noch lange nicht, dass es einfach noch viel zu erproben und vor allem zu verlernen gibt, um Allianzen zu schmieden, so, und uns tatsächlich irgendwie auch gegen diesen krassen strukturellen Rassismus hier sozusagen auch stark zu machen. So. Danke, Anna. Möchte noch jemand Bezug darauf nehmen? Sonst würde ich versuchen, noch mal eine weitere Frage zu formulieren, bevor wir dann genau langsam zum Ende des Panels kommen. Ich würde... Ah ja, bitte, Danilo. Ja, pauschal ist das natürlich so eine Sache, kann man nicht sagen, die Antifa ist doof. Kann man, aber ist natürlich nicht so fair. Aber wenn es konkret eine Lehre aus 2011 gibt, auch für mich persönlich, dann ist es doch die, dass ich trotz allem Name-Dropping, Organisations-Dropping, Biografie-Dropping, alles, was ich konnte, 2009, 2011, Chemnitz, Zwickau, Mensch, da haben die gewohnt, da haben die gelebt, die haben einfach so dahin gelebt und waren organisiert und haben alles möglich gemacht, trotzdem es ein Gap gab. Ich das nicht hingekriegt habe, sozusagen aus diesen Orgas zu schlussfolgern, dass die möglicherweise so eine terroristische Vereinigung sind. Und das ging auch, weil das war eine Lehre aus 2011, ich sozusagen mit meinem Nachbarn, Metin Özbingöl, gut gequatscht habe hier und da, aber gar nicht mich interessiert habe für seine tatsächliche Umgebung und für sein Netzwerk, für seine Community letztendlich. Und das war mir ganz klar, dass ich das verändern werde. Ich werde sozusagen diesen Erzählungen, die es gibt draußen, werde ich überhaupt gar nicht mehr trauen. Ich werde diesen Erzählungen anderen Erzählungen lauschen, denn auch das war ja im NSU so, dass tatsächlich nur die migrantische Community den Finger drauf hatte und nicht zugehört wurde. Und jetzt würde mir das einfach nicht mehr passieren. Also diesen Fehler würde ich nicht nochmal machen, und ich glaube, das macht doch die gesamte Antifa-Bewegung oder große Teile der antifaschistischen Bewegung machen das gar nicht mehr, sondern die haben diese Allianzen tatsächlich in das Private geholt. Ganz oft sind das einzelne Biografien, und manche sind sich auch erst ihre migrantischen Biografien darüber bewusst geworden und gesagt, Mensch, das muss ich auch nutzen. Ich habe ja die Kontakte, ich kann doch mit den Leuten sprechen, ich werde doch auch anders gelesen, ich kann das so machen. Und daraus sind, glaube ich, erste wirklich gute Sachen entstanden, eben wie kein Schlussstrich ist nur möglich, weil tatsächlich migrantische Communities antifaschistische Unterstützung geben und auch Expertise und andersrum tatsächlich das ernst genommen wird und man auf Augenhöhe versucht zu kommen. Da gibt es immer noch diese Macke-Einheiten, von denen Anna so erzählt hat, mit denen muss man ja nicht unbedingt. Da kann man sagen, ja, das ist ein super Erprobungsraum, aber ja, also ich werde da ein Stück zurücknehmen von der Pauschalisierung, aber ich glaube, wenn es einen Meilenstein gibt zu belastbaren Allianzen, kann man sich den angucken in der wirklich radikalen Kritik auch antifaschistischen Versagens bis 2011 zur Geschichte des NSU-Netzwerkes. Danke, Danilo. Katharina, magst du? Ich habe halt nichts zu diesem Dialog zu sagen, aber ich würde gerne nochmal über Allianzen sprechen, wie die
möglich sein können und wie man die aufbauen kann, besser und stärken kann. Daniele, du hattest nämlich gesagt, dass das dein täglich Brot ist. Und darüber würde ich gerne mehr wissen, denn ich hatte eingeleitet mein Statement mit, wir sind ja alle gegen rechts, so das bringt uns erstmal zusammen und das macht, glaube ich, diese Idee von solidarischen Osten, das ist so der kleinste gemeinsame Nenner, so wie ich es verstehe, aber natürlich sind wir, das ist mir auch total wichtig in meiner Arbeit, total vielfältig und für mich ist auch super wichtig, dass in dieser Solidarität, also Solidarität kann nur funktionieren, wenn wir die Vielfältigkeit der Erfahrungen anerkennen und auch anerkennen, dass wir nicht alle gleich positioniert sind im Raum. Und das nicht wegwischen. Aber gleichzeitig, ich versuche da vorwärts zu gehen und vorwärts zu denken. Aber ich bin auch müde. Ich kann da andere Statements auch hingehend völlig verstehen. Ich bin müde und du hattest gesagt, Menschen sind fehlerhaft und trotzdem schön. Das stimmt. Aber wie kann man positiv Allianzen gründen und stabile Allianzen gründen? Also eine ganze Runde vielleicht auch. Ich würde das gerne vertiefen. Danke, Katharina, dass du jetzt auch nochmal so diese Initiative ergriffen hast, um auch die Panelistinnen mehr weiter sagen, in die Verantwortung, ich spreche mal von Verantwortung zu nehmen, auch sich zu dieser Allianzgründung zu verhalten. Vielleicht nochmal ganz kurz, bevor wir zu deiner Frage kommen, würde ich vielleicht nochmal ganz kurz das zusammenfassen, was Danilo vielleicht auch nochmal gemeint hatte, was ich extrem wichtig finde oder für mich irgendwie total reichhaltig fand ich irgendwie diesen Begriff von situiertes Wissen. Dadurch, dass sozusagen migrantisierte Menschen, ne, die situiertes Wissen haben und sagen mit ihrem Körper in der Gesellschaft stehen, ständig sozusagen von Rassismus betroffen sind, gibt es da sozusagen so eine Art von seismografische Wahrnehmung, was unmittelbar ausschlägt, wenn sozusagen rechte Strukturen im Aufbegehren sind, was sozusagen weiße Antifa-Strukturen vielleicht in dem Ausmaß überhaupt nicht wahrnehmen. Und da auch so diese Funktion von so rassistischer Seismograf in Form von situiertes Wissen dort nochmal, genau, das als eine Funktion von dieser Allianz auch nochmal so konkreter beschreiben zu können, wenn es im Kampf gegen rechts geht. Und jetzt vielleicht nochmal zu diesem alliierten Ding. Das, was da, glaube ich, vielleicht nochmal hilft zum Sortieren, ist ja auch das Denken zwischen innen und außen. Was brauchen sozusagen Allianzen intern, community-basiert, um sich auch wohlzufühlen, um sich zu erholen, um füreinander da zu sein? Und das Alliierten-Dasein, um sozusagen nach außen zu treten, in die Öffentlichkeit zu sein, fordern zu können und eben auch gegen rechts einzustehen. Vielleicht ist das ja, sind das so zwei Kategorien, wo man sich nochmal so ganz konkret genau dazu äußern können, wie man so Allianzen aufbauen kann. Vielleicht mag Danilo erstmal auf Katharinas direkte Frage. Sie war ja an Danilo gerichtet, richtig, Katharina? Auch, aber auch an alle. So, da sage ich jetzt was und dann können alle drauf rumhacken, das ist super. Also, es ist tatsächlich so, dass es die Grundlage aller Arbeiten, die wir als Fachstelle Jugendhilfe im Kulturbüro Sachsen tun, so abhebt auf tatsächlich eine Idee des Power-Sharings zu organisieren. Oder diese Forderung nach Power-Sharing. Denn Power-Sharing ist überhaupt keine Sache, die man einfach so verhandelt, sondern es ist eine Forderung. Es ist eine politische Forderung, die auch an der Zeit ist. Ich gebe mal ein Beispiel, was nicht so bewusst ist. Wenn man in den Jugendhilfeausschüssen der Landkreise, der Städte, der Kommunen guckt, dann gibt es da eine Proporzregelung und das ist das kleinste Verfassungsorgan überhaupt. Also man muss dahin gewählt werden und so weiter. Wenn man sich das anguckt, ist ein rein weißer Laden. Und migrantische Selbstorganisationen haben es total schwer, dort hinzukommen, weil ihnen eine Stufe Institutionalisierung fehlt. Also sie sind manchmal schon eingetragener Verein, immerhin, aber sie sind, oder gemeinnützig sogar, aber sie sind nicht anerkannter Träger der Jugendhilfe. Und wenn sie das sind, wie zum Beispiel DJO, also Dmitri, wird vielleicht einige der russischsprachigen Selbstorganisationen noch kennengelernt haben oder waren ihnen aktiv. Also ZMO oder DJO und wie die alle heißen. Und es gab unglaublich viele
Sprach-, Kunst- und Theaterschulen. Das fand ich auch immer sehr schön, dass es die gab. Und da selbst denen gelingt es nicht, sozusagen in diesen institutionellen Raum vorzudringen, wo es um das Stück Kuchen geht, um das man streiten muss. Und da sozusagen versuchen wir natürlich Allianzen, weil das ist die Geschichte 2, die man mit dem Osten verstehen muss. Es ist nicht so, dass die Leute, die jetzt in diesen Ausschüssen sitzen, dahin sich gebeamt haben. Plups, da waren sie da. Nein, die haben dafür gekämpft. Das ist ein richtiger Verteilungskampf gewesen, mit den freien Trägern, den öffentlichen Trägern zu konkurrieren, Subsidiarprinzip durchzusetzen, für alternative Stadt- und Jugendkultur zu streiten, die nicht immer durchaus links oder sowas, sondern einfach nur nicht konfessionell gebunden sein wollte. Nicht vor politische Organisationen der CDU, FDP, hast du nicht gesehen, sein wollten, sondern tatsächlich Subkultur gestalten wollte, mit jungen Leuten Angebote machen wollte. Und die haben diese Stellen über 30 Jahre erkämpft. Die können jetzt sozusagen ihre Träger, Vereine, Institutionen, Ideen fördern. Und die sollen jetzt was abgeben, weil es ist ja nicht mehr geworden. Jetzt kommt Angelika mit irgendeiner Initiative und sagt so, aber so geht das nicht. Wir kriegen ja was ab von. So, wir wollen damit entscheiden, weil wir haben jetzt auch wieder Leute im Blick, die sind dritte Generation oder was auch immer, ist völlig egal. Das ist unser Verein, unsere Institution. Wir machen super Jugendarbeit. Der Arabische Verein für Integration und Kultur in Chemnitz ist so ein Fall, den wir da begleiten. Also hin, um Träger der freien Jugendhilfe zu werden, weil in unserer Forschung, die wir in den letzten Jahren gemacht haben, festzustellen war, dass in vielen migrantischen Selbstorganisationen hervorragende Expertinnenarbeit stattfindet, die aber nicht bezahlt wird. Das ist Selbstausbeutung, was die da betreiben. Und das muss bezahlt werden, das muss anerkannt werden. Die Professionalisierung, ihre Profession muss anerkannt werden. Und es muss anerkannt werden, dass sie da Arbeits- und Lebenszeit reingeben. Und das wird entlohnt in Deutschland. Wir sind wie Rechtsstaat, ja, nein, ist da die Frage. Und wenn ja, dann muss es entlohnt werden, und zwar gleich. Und dann geht es tatsächlich um Förderungen. Ja, auch andere Beispiele, die, ich sage das jetzt, die Radioinitiative, ne, die postmigrantische, das war mir ein tiefes Bedürfnis, dort mithelfen zu können, da Diskussionen anzuregen. Und dieses, es ist so wunderbar, wie diese starken Leute das zusammengebracht haben, weil sozusagen Teilöffentlichkeit erringt eine andere Sache ist. Und auch dafür wird es Allianzen brauchen. Wir sind gerade daran nachzudenken, wie diese Teilöffentlichkeit institutioneller Bestandteil von Öffentlichkeit wird. Also es muss eine Sparte innerhalb des öffentlichen rechtlichen Rundfunks geben, die von migrantischen Perspektiven oder von postmigrantischen, wie auch immer man das nennt, oder progressiven Minderheiten, mir auch wurscht, dass die Leute sozusagen tatsächlich dort Stimme bekommen mit ihren Perspektiven, die sonst nicht gehört werden, die nicht auf Augenhöhe gehört werden. Ein gutes Beispiel ist immer sozusagen der Kampf sozusagen gegen Misogynität, der Kampf sozusagen tatsächlich um eine Gendergerechtigkeit, weil es ist ähnlich, es ist intersektional, und Peggy Piesche, diese wunderbare Wissenschaftlerin und Bildnerin, hat das ja schon länger im Blick. Deswegen bin ich auch so froh, dass ich sie als Rednerin gewinnen kann, als Hauptrednerin für unsere Veranstaltung. Werbeblock kommt zuletzt. Ich denke tatsächlich, dass diese Allianzen Beziehungsarbeit bedeuten, dass sie von starken Multiplikatorinnen begleitet werden müssen, die Brücken bauen in jede Richtung und die tatsächlich in der Lage sind, einerseits demütig zu sein vor Fehlern und vor Irrtümern und andererseits nie die Lust oder die Aussicht verlieren, dass wir tatsächlich um eine Gesellschaft ringen, die eine Transformationsgesellschaft ist. Wir ringen um Transistan, nicht um neues Deutschland. Ja, das wollte ich sagen. Ich würde bei der Öffentlichkeit mal einspringen und von einem Beispiel erzählen, das mir noch ziemlich oft durch den Kopf gegangen ist. Es ist nicht aus dem Osten, es ist aus Frankfurt, aus dem vergangenen Sommer, als es das Gedenken gab zu einem Jahr seit den Anschlägen in Hanau. Und ich stand an der Hauptwache in Frankfurt, wo es eine Gedenkminute für die Opfer gab, organisiert von der Migrantifa. Und parallel dazu lief aber gleichzeitig eine zweite Gruppe. Ich weiß nicht mehr, ob es jemand auch von der Migrantifa oder
oder Antifa war, also es gab eine zweite Kundgebung für die Opfer von Hanau, auch ein Gedenken. Und dann haben sich beide Gruppen gegenseitig angeschaut und wirklich belauert. Also beide solidarischen Gruppen haben da gestanden und sich belauert. Und also allein das war ein so seltsamer, verstörender Anblick. Und hier kommt jetzt die Öffentlichkeit dazu. Ich wollte natürlich verstehen, was da vor sich geht. Also wie kann das sein, dass wir doch alle eigentlich hier aus einem Zweck sind und um zu verhindern, dass noch mehr Leute von Nazis ermordet werden und die ermordet wurden, zumindest nicht in Vergessenheit geraten. Und man hat nicht mit mir gesprochen. Sie ist dann so, mit Presse sprechen wir darüber nicht. Das heißt, ich habe dann gar nichts drüber geschrieben, also zumindest über diesen Konflikt und das verschwiegen und gesagt, okay, sortiert das selber aus. Aber ich habe seitdem nicht vergessen. Also ich habe sowohl nicht vergessen, dass man mir nicht erklären wollte, was das Problem ist, weil ich bin der Systempresse. Systempresse war nicht der Begriff, aber es war Mainstream-Presse und das ist ziemlich nah dran für mich. So. Aber es hat mir einfach wahnsinnig wehgetan, wie da so viel politische und menschliche Energie verloren geht. Und ich habe dann noch ein bisschen nachgehorcht und ich glaube, irgendjemand muss da wohl sexuell sich daneben benommen haben. Ich weiß es nicht, ich kann nur mutmaßen. Aber das war der Punkt. Und ich denke seitdem oft darüber nach, warum unsere Allianzen scheitern und wie ich auch als Journalist damit umgehen soll, kann. Weil ich will es ja auch nicht noch, ich will den Brand ja nicht noch beschleunigen, ne? Also wenn es da einen Rift gibt. Danke, Dimitri. Okay. Wenn da, ja, ich muss unbedingt reagieren. Also unsere Allianzen, Dimitri, die sind regelrecht aufs Scheitern angelegt. Ich glaube, was linke Gruppierungen ausmacht, ist ihre Lust am Differenzieren, ist ihre Lust am einzelnen Deuten am besten. Natürlich gibt es da Stress und Konflikt. Was wir sozusagen nochmal brauchten, vielleicht ist eine Diskussion, was gemeinsame Nenner sein können. Ich sage wirklich die Mehrzahl, weil einen gibt es nicht. Ich habe es aufgegeben. Den gibt es nicht. Aber es gibt vielleicht einen Nenner, dass man sagt, könnte es sein, dass wir sozusagen diese konfliktreiche Gesellschaft, dieses Aushandeln um Vorteile für möglichst viele Menschen zu unserer Utopie erklären und sagen, genau das ist es. Da wären natürlich alle Spießer, weil die Hassenbewegung sagt, oh, da ist ja nie Ruhe, da ist ja immer Bewegung. Da ändert sich ja alles jeden Tag. Ja, na klar. Und es ist immer gefährlich. Ich weiß nie, was sozusagen vielleicht morgen ist. Der Fetisch der Strukturierung der Industriegesellschaft und der Fetisch der Organisation von sozialer Sicherheit über nationale Gesetze und nationale Verfassungen spricht da natürlich sozusagen gegen uns, weil das eine zum Teil auch positive Erfahrung ist. Aber letztendlich wird es auch an uns sein, diese positive Erzählung zu durchbrechen und sagen, nein, das ist nicht so positiv. Da wird viel exkludiert. Okay, wir sind jetzt zeitlich recht fortgeschritten, aber Anna hat jetzt gerade noch entmutet. Sprich gern. Ich würde vorschlagen, dass wir jetzt noch so bis 19.45 Uhr versuchen noch zu diskutieren und dann das alles ein bisschen zusammenzubinden. Ja, ich wollte auch nur noch mal dem so anschließen, genau, also so Allianzen, ja, es ist total schwierig und es ist auch irgendwie, und es tut auch immer wieder weh, in Kämpfen zu scheitern so oder nicht das zu erreichen, was man irgendwie erreichen wollte, nämlich eine befreite Gesellschaft so. Aber ich wollte gerne auch nochmal so stark machen, dass wir in diesen Allianzen, gerade deswegen, weil es Beziehungsarbeit ist, was Danilo so schön gesagt hat, auch total viel, also da passiert ja auch total viel Schönes, was wir sozusagen auch mitnehmen und was uns auch in neuen Kämpfen sozusagen wieder antreiben wird. Aus meiner Erfahrung, meiner politischen Praxis, habe ich irgendwie festgestellt, dass
also ich würde mir irgendwie für die Zukunft eben wünschen, dass wir so ein bisschen, auch wenn wir uns mit harten Themen und harten Stoff befassen, dass wir eben halt ein bisschen weicher werden zu uns selber und auch offen werden zu eben potenziellen GefährtInnen und eben nicht so exklusiv denken und halt sozusagen uns auch mal uns mehr sozusagen anhören, Positionen anhören, die wir noch nicht gehört haben und so, weil ich schon den Eindruck habe, dass relativ viele Zusammenhänge und so eben halt schon auch relativ exklusiv sind und auch ausschließend, und ich glaube, wir vertun uns da etwas, und ich würde mir einfach wünschen, dass wir offener sind und auch eine Lust daran haben, am Gespräch mit Menschen, die wir noch nicht kennen, so. Und das fände ich irgendwie schön. Ja. Was meinst du damit genau? Also wo welche neuen Menschen, wo ist es zu exklusiv? Kannst du das genauer ausdrücken? Ja, also ich habe jetzt so in meiner, also in meiner politischen Arbeit, auch also in Europa und so, immer viel sozusagen mit Menschen zu tun gehabt, die ganz stark sozusagen ganz starkes linkes Weltbild haben, sozusagen da auch irgendwie gut soziologisch, politikwissenschaftlich und so weiter ausgebildet sind und sozusagen auch alles Mögliche, die sozialen Ungleichheiten, alles erklären können und so weiter. Aber an manchen Stellen sozusagen oder oftmals fehlt da auch die Kompetenz, sozusagen mal mit Menschen ins Gespräch zu kommen, die am Rande einer Demonstration stehen und die da ja vielleicht halt sozusagen also so ein paar Fragezeichen haben, wenn so eine Demo vorbeiläuft und sie das Transpi vielleicht nicht so richtig gut erkennen können. Also es tut sich da irgendwie auch viel, aber ich denke mir so, ja, warum fällt es uns nicht leichter, sozusagen mit den krassen Kassiererinnen an der Netto-Supermarktkasse sozusagen ins Gespräch zu kommen, wie sie jetzt eigentlich gerade Corona erlebt haben oder ob sie eigentlich schon geimpft sind, bevor ich selber geimpft bin. So, warum, ja, also einfach das Gespräch auch jenseits unserer Bubbles sozusagen zu suchen, das kann, ist, glaube ich, auch wichtig, um Allianzen zu schmieden. Das meine ich damit. Das wird ja oft gesagt, und das sehe ich natürlich genauso, dass da Marginalisierte, also da geht es ja auch darum, dass bestimmt, dass es Privilegien mit sich bringt, diese Bubbles, die du benennst, und marginalisierte Positionen da rausfallen und die Leute gar nichts wissen von den Positionen der anderen. Gleichzeitig mache ich auch immer stark, dass, also ich bewege mich so häufig ich kann in einer Bubble, weil es für mich meine Schutzzone ist, hier in Berlin in meiner Bubble zu sein und ich einfach keine Energie mehr habe, mich der Gewalt außerhalb meiner Bubble auszusetzen. Zu meiner Bubble gehören Menschen mit Klassismus erfahren und gehört unglaublich viel Vielfalt, aber es ist so ein ambivalentes Ding. Bubbles können auch Schutzzonen sein. Ich finde es super gut, dass du das gerade nochmal sagst, weil ja, vielleicht ist das dann halt zum Beispiel halt sondern es ist ein Auftrag, den ich als weiß positionierte Person halt mitnehmen muss. So, also vielleicht gibt es sozusagen, also ich, vielleicht gibt es einfach in diesen Allianzen, die, nachdem wir hier gerade suchen, also vielleicht muss ich auch für gewisse Dinge Verantwortung tragen, gewisse Aufgaben irgendwie übernehmen, ja, die ich anderen Gefährtinnen einfach nicht zumuten möchte. So, vielleicht muss ich auch ins ostdeutsche Hinterland gehen und mich da halt irgendwie gewissen Sachen irgendwie so stellen und mir die Finger schmutzig machen, weil ich es nicht von anderen Menschen erwarten kann, dass sie das tun. So. Also ich möchte jetzt keinem Exodus aus Berlin herbeireden oder Hamburg. Diese Idee gibt es ja sozusagen immer wieder. Dann kommt doch mal in die Ostdeutsche. Also es gibt einfach auch einen gesellschaftlich begründeten Drang hin zur Urbanisierung und so. Also darüber will ich gar nicht reden. Was mir einfällt sozusagen bei diesem Kommunikation üben oder bei diesem
in der Blase öffnen. Ich weiß gar nicht, ob das das richtig ist. Was sozusagen reflektiert werden sollte, ist, ob man in Gemeinschaften lebt, weil Gemeinschaften sind eigentlich ein Gegenentwurf zur Gesellschaft. Und wenn man diese Gemeinschaften sich näher ansieht, kann man vielleicht dort noch viel eher erkennen, was diese Gemeinschaft möglich macht. Und ist das für mehrere Menschen möglich? Ist das ein gesellschaftstaugliches Modell? Also die Bhagwan-Sekte ist es nicht. Das ist auch eine Gemeinschaft, um was ganz Blödes zu sagen. Ist es aber die antifaschistische Gemeinschaft? Ist es die junge Gemeinde Jena, Stadtmitte? Das ist auch eine Gemeinschaft. Sind da gesellschaftsfähige Momente drin? Also das, glaube ich, ist nochmal so ein Auftrag, den würde ich jetzt hier aus der Runde mitnehmen und nochmal überlegen, welche Gemeinschaften lebe ich oder wo lebe ich oder habe ich Erfahrung mit Gemeinschaften und was davon ist gesellschaftsfähig? Weil wenn man da sich mal zu einer anderen Runde trifft und dann wir machen den großen Gesellschaftsvisionsentwurf, würde ich daraus ein Panel machen wollen. Ich würde jetzt hier kurz moderativ das Zepter in die Hand nehmen und jetzt die Abschlussrunde einläuten, doch mit einer größeren Verspätung. Und eigentlich sollte die Abschlussrunde ja sozusagen ums Visionieren gehen, aber ich habe jetzt ganz stark aus eurem Gespräch eigentlich wahrgenommen, dass ihr in diesem Prozess miteinander zu sprechen Sachen gelernt habt, vielleicht auch Sachen verlernt habt. Und vielleicht können wir daraus sozusagen eine Abschlussrunde machen. Was habt ihr sozusagen in den letzten anderthalb Stunden gelernt voneinander und gegebenenfalls auch verlernt voneinander? Und dann wäre das vielleicht nochmal genau so ein Abschluss von dem Ganzen, was dann sowohl ihr, ich und all die ZuschauerInnen, die hier in dem Raum sind, noch mitnehmen können. Ja, also ich will nicht als Letzter reden. So, was habe ich gelernt oder was habe ich noch nicht gesagt? Soll ich mich jetzt dafür entscheiden? Ich habe aus der Runde eine Bestätigung gefunden für meine Behauptung der Fragilität von Gesellschaft. Es ist unglaublich fragil, weil es Erfahrungen gibt, weil es Schmerz gibt, weil es Schutzräume braucht immer noch, weil es Erschöpfungen gibt und weil all das aufgefangen werden muss. Und eine der Ideen ist es, mächtige Allianzen zu schmieden. Möglich. Das habe ich gelernt, ist das. Und ich würde gern glauben wollen, dass ein Weg dahin führt über die Professionalisierung von Strukturen, denen wir in irgendeiner Art und Weise nah sind oder verbunden sind und dass es dafür tatsächlich eine gesellschaftliche Unterstützung braucht, die wir tatsächlich fordern müssen und die wir auch vermehrter in einer Art Gesellschaftsvertrag einfordern müssen. Ja, soweit vielleicht. Darf ich da noch was zu der Fachtagung sagen? Dann noch. Gut. Am 7. Juli für alle Du musst doch allen sagen, die Gelegenheit geben, sich zu äußern, was sie gelernt und verlernt haben. Und danach darf ich losgehen. Ah, okay. Danke. Es gibt natürlich auch keine Pflicht, was zu sagen. Das ist, steht nicht voraus. Also ich würde jetzt einfach nur kurz Zeit geben. Falls ihr nicht wollt, ist es auch vollkommen okay. Ja, beziehungsweise wir können ja die Frage von den Visionen trotzdem noch aufgreifen. Also so Visionen und Zukunftsaussichten, aus denen wir halt auch aus diesem Panel rausgehen können, weil es ja eine Überlegung gibt, irgendwie Anschluss-Events daraus zu machen und weil die Diskussion ja super spannend ist und super viel Redebedarf besteht. Also vielleicht ein Ausblick in die Zukunft ist auch in dem letzten Statement, letzten Plädoyer möglich, wenn die Frage mit dem Verlernen und Lernen etwas zu ad hoc ist. Ich bitte Anna. Wer ist Katharina? Na gut. Ich habe gelernt in dem Panel,
dass es doch ein langer Prozess noch ist. Also dass dieser Aushandlungsprozess, auch dieses Allianzen finden, was ist das eigentlich, was braucht das eigentlich? Ich finde, das hat so ein bisschen die Dynamik der Diskussion, der Auseinandersetzung auch gezeigt. Es ist ein zähes, langsames Vorgehen, was einfach Zeit und Kraft kostet und braucht. Und ich merke da auch, dass ich da an dieser Frage auch sehr müde gleich werde, weil es anstrengend ist und weil es auch viel mehr Widerstände stößt, gerade von denen, mit denen man sich doch eigentlich solidarisieren möchte. Jetzt wollte ich eigentlich was Positives sagen. aber eine Vision für die Zukunft, was sich ändern sollte, das ist eher ein Kritikpunkt, aber da ist auch eine Vision dran gebunden und das habe ich verstärkt durch meine Arbeiten jetzt in den letzten Monaten gemerkt, ist, ich höre das jetzt oft einmal, so Identitätspolitik ist jetzt gerade trendy und irgendwie in dem Rahmen bewegen wir uns ja auch hier und es gibt viele Leute, die jetzt doch aufspringen auf den rollenden Zug und die neue Narrative im Osten suchen. Und das ist ja auch gut so, weil es braucht viele, viele Stimmen und viele, die daran arbeiten, egal ob es ein Trend ist oder nicht. Gleichzeitig, was mir immer wieder auffällt, ist, dass sich an so Ökonomisierungsstrukturen nichts ändert gleichzeitig. Also, dass so neue Narrative gefunden werden wollen, dass da so eine Supermarktmentalität gibt. Da kommen Personen, die vielleicht gar nichts vorher mit dem Thema zu tun haben und decken das neu, was völlig in Ordnung ist und holen sich dann diese neuen Narrative und reproduzieren aber ähnliche Strukturen, materielle Strukturen, die es vorher gegeben hat. Und dann ist meine Befürchtung so ein bisschen, der Trend ebbt ab. Und die, denen diese Narrative gehören, also die die Perspektiven mit reinbringen, die UrheberInnen sind dieser neuen, anderen Erzählungen, stehen dann da, ohne dass sie materielle Strukturen hinter den Narrationen verändern konnten. Und das ist so ein bisschen, das ist auch kein positiver Ausgang, wie ich merke. Aber meine Hoffnung, meine Vision für die Zukunft ist es, noch eine Spur tiefer zu gehen und nochmal zu schauen und zu fragen, hey, wie funktioniert denn Gesellschaft und wo ist es das Erzählte und was steckt materiell dahinter und wie sind wir situiert, um nachhaltig Gesellschaft irgendwie tatsächlich so ein bisschen zu verändern und zu hoffen, dass mit den Bewusstsein für Narrative und für Personen, die andere Positionen einnehmen im Raum, auch Bewusstsein für materielle Strukturen entstehen, so dass wir uns vielleicht irgendwann doch in dieser postmigrantischen Gesellschaft befinden, als so eine Utopie, wo alle Menschen Brüder sind, wie man früher gesagt hat. So. Also ich werde auch versuchen, etwas Positives zu sagen. Grundsätzlich glaube ich nicht, dass sich die Gesellschaft in absehbarer Zeit, wie benenne ich das am besten? Ich glaube nicht, dass die Menschen schlagartig solidarischer werden. Ich glaube nicht, dass wir deutlich vernünftiger werden. Ich glaube aber, dass Solidarität als Strategie attraktiver werden könnte. Ich versuche es jetzt mathematisch und sage, also wenn ich solidarisch bin, verzichte ich in gewisser Weise auf meinen ganz persönlichen Vorteil, bis wir alle die gleichen Chancen haben auf diese Vorteile. Sollten wir erkennen, dass wir ohne Solidarität alle keine Chance haben, kommen wir voran. Wenn also die scheinbar schlechtere, unprofitablere Strategie erkennbar wird als die eigentlich sinnvolle, kommen wir vielleicht voran. Das und vielleicht wird ja auch die CDU bald abgewählt. Das würde auch sehr helfen. CDU abwählen finde ich auch super. also in mir rattert jetzt irgendwie total viel und ich glaube auch, dass Allianzen irgendwie zäh sind und dass es mühsam ist und so, aber wie ich schon gesagt habe, irgendwie als wir vor 2 Jahren mit der Unteilbar-Demo durch Dresden gegangen sind, es hat
mich so krass berührt in dieser Stadt, in der sonst irgendwie nur ziemlich viel Gewalt irgendwie so in meiner Erinnerung steckt, wie wir mit dieser fetten, bunten Demo da diese Stadt gezeichnet haben und da auf dieser Joe Cocker-Wiese geendet sind und Peggy Piesche auf die Wiese gebrüllt hat, ein anderes Ostdeutschland ist möglich. Das hat sich auf jeden Fall, das hat irgendwie was hinterlassen und ich, ja, unsere Kämpfe sind irgendwie zäh und so, aber ich möchte auch nochmal daran erinnern, wir leben wirklich in einer krassen Umbruchssituation. Wir haben das erste Mal, dass irgendwie so in der Geschichte, dass feministische Forderungen irgendwie so krass sozusagen brisant sind, dass sich wirklich irgendwie so global total was bewegt und was verändert. Wir erleben gerade, glaube ich, schon eine krasse Transformation. Und das ich hoffe einfach nur, dass die Kids und Jugendlichen sich mit Fridays for Future wieder die Straße nehmen und Black Lives Matter und so, und dass sie wirklich auch die Straßen wieder eingenommen werden. Ich glaube schon, dass auch einiges offen ist. Finde es aber auch total wichtig, dass wir Selbstsorge tragen, dass wir auf unsere Kräfte aufpassen, auf uns selber aufpassen, weil ich glaube, das ist wichtig, um uns halt eben auch mit anderen verbinden zu können. Und umso mehr ist es, glaube ich, auch total wichtig, dass wir gucken, was ist in meiner Community, in der ich mich auch gut fühle oder auch ein bisschen Kraft tanken kann und mich auch recovern kann von den Zuständen dieser Gesellschaft. So. Und es ist vollkommen wichtig, sich auch zu recovern und um sozusagen der Zukunft entgegenzugehen. Und ich habe auf jeden Fall hier viel gelernt und insbesondere auch zu der Debatte um so diesen Begriff postmigrantisch. Das fand ich auf jeden Fall sehr interessant, um das auch nochmal mehr sozusagen so mit Geschichte zu füllen. Darauf habe ich auf jeden Fall Bock. Ein anderes Ostdeutschland ist möglich. Das wäre auf jeden Fall cool und Punkt. Vielen, vielen Dank. Ich merke so in mir, ich bin irgendwie aufgewühlt, aber auch irgendwie total gerührt von euch, von dem Gespräch mit euch und war so krass involviert und auch in dieser Formulierung von so ein anderes Ostdeutschland ist möglich, war auch auf dieser Demo, das, ich könnte heulen, so schön wie das war. Und deswegen würde ich jetzt erstmal so eine Abschiedsträne verdrücken von euch. vielen Dank, dass ihr da wart. Jetzt gibt es sozusagen nochmal so einen kurzen Redeblock, Werbeblock von Danilo. Und dann würde ich noch ein, zwei Hinweise machen zu dem anschließenden Workshop. Ich würde auch gerne nach Danilo noch eine Ankündigung machen. Ich würde vor Danilo. Ich muss mich hier verabschieden. Ich muss jetzt muss los. Okay, dann mach's gut. Ich danke euch sehr für das Gespräch und auch den Leuten, die uns zugehört haben. Vielen Dank, Dmitri. Lasst es euch gut gehen. Tschüss. Genau, ich wollte mich auch nochmal bedanken für alle Beiträge und auch sagen, dass ich weiß nicht, was ich gelernt habe, ich konnte mich aber mit allen Beiträgen super verbinden, sei es mit den Geschichten, dass man irgendwie von Nazis nicht angegriffen wird, weil es so eine persönliche Connection gibt im Ort oder von irgendwie Geschichten über die Struggles von migrantischen Selbstorganisationen, so diese Self-Care als von Menschen, die irgendwie aktivistisch arbeiten und natürlich so von den historischen Konjunktivitäten, wie wichtig die sind. Ich wollte mich auf jeden Fall nochmal bedanken, bevor es dann zur Abmoderation und in die Workshop-Phase geht. Ich bin unglaublich bereichert und ich bin unglaublich froh über diese Runde und glaube, dass wir ein bisschen ein Stück dem näher gekommen ist, was Anna gesagt hat, so über Perspektiven und Narrativen, so die aufgreifen und sichtbar machen. Ich glaube, ein Stück weit ist es uns hier auch gelungen, hoffentlich. So, Danilo, jetzt darfst du. Ich mache das ganz kurz. Ich habe das hier, die Save the Date zur Veranstaltung, in den Chat gepackt und
packt die jetzt hoch. Und es geht darum, dass wir unsere Forschung auswerten, an dort sehr öffentlich, und zwar zu jugendhilferelevanten Bedarfen junger Menschen mit Migrationsvordergrund in Sachsen. Und dazu haben wir sachsenweit ländliche und städtische Interviews geführt. Da wird es sozusagen einen Fachtag geben. Der ist eben dann dem 7. Juli von 9 bis 16 Uhr in Zwickau im Alter Gasometer e.V. Und da freuen wir uns ganz dolle drauf, wenn ihr alle dabei sein wollt. Anmeldung über Kulturbüro Sachsen. Ja, vielen Dank. Und ich wollte auch eine Veranstaltung hinweisen von MIG-Ost, dem Projekt, in dem ich arbeite, Migrationsgesellschaft selbst erzählen. Machen wir gerade so drei Veranstaltungen zum Projektstart, um auch vor allem Ostdeutsche of Color anzusprechen, beziehungsweise Ostdeutsche mit Migrationsgeschichte und so unser Konzept so ein bisschen vorzustellen. Es sind drei fantastische Abende. Der erste hat jetzt in Dresden schon stattgefunden, aber der zweite ist in Cottbus am Montag. Und wir haben noch ganz viele Plätze frei. Es wird Musik geben, es wird Gespräche geben, es wird Freigetränke geben. Und ich würde mich freuen, wenn ihr Lust habt, vorbeizukommen. Und dann der dritte ist Ende des Monats am 28. in Dresden. In Halle. Und ich schreibe in den Chat noch den Link zu den Veranstaltungen. Also super gerne, kommt vorbei. Wenn ihr aus den Städten kommt, beziehungsweise in den Städten mal gelebt habt und Lust habt, eure Geschichten zu erzählen. Und das ist auch nur der Kickoff quasi, also der Projektstart. Ihr müsst da noch nicht viel erzählen, es ist eher so ein bisschen zum Connecten und Projektstart und Musik und Zusammensitzen. Okay, dann danke ich euch. Dann bleibt, glaube ich, von meiner Seite noch drei Sachen zu sagen. Einerseits die ganze Veranstaltung, ist sozusagen eine Kooperation mit LAMSA, Damost, Migranetz Thüringen, Konzeptwerk der Rosa-Luxemburg-Stiftung und der Dirk-Eubermann-Stiftung finanziert und umgesetzt worden. Es stehen sozusagen dieses Jahr auch noch weitere Demonstrationen an von Unteilbar und die kosten auch Geld. Das heißt, wenn ihr sozusagen ein bisschen Kohle locker machen könnt, dann könnt ihr gerne an Unteilbar spenden unter unteilbar.org/spenden. Und zum Thema Workshop, wir machen jetzt 10 Minuten Verschnaufpause und dann finden wir uns anschließend in einem Big Blue Button Raum ein, da wir hier keine Breakout Rooms machen können. Die schickt euch jetzt unsere Tech-Hostin Josi in den Chat. Genau, deswegen jetzt 10 Minuten Pause und dann treffen wir uns im Big Blue Button Raum. Ein Punkt habe ich noch vergessen, zu sagen, den Titel vom Bruderland zur postmigrantischen Gesellschaft ist entlehnt von dem Verein Binationaler Partnerschaften. Ne? Okay, es wird noch von Raphael nachgefragt, ob ich noch was zu den Workshops sagen kann. Angelika, ich bin gerade ein bisschen durch, weil ich gerade so ein bisschen viel moderiert habe. Hast du Lust, das vielleicht kurz zu übernehmen? Genau, also es wird Workshop-Räume geben und der Gedanke dahinter ist, dass wir gerne den Menschen, die anwesend waren, das waren ja anscheinend über 70 Personen, die insgesamt zugeschaltet haben, sich nochmal dazu auszutauschen, weil wir haben auch im Publikum einige BIPOC, Ostdeutsche, weiße ostdeutsche, westdeutsche Perspektiven und wir wollen nochmal den Austauschraum geben, sich über das Panel auszutauschen und so auch aus unserem Publikum nochmal Inputs zu möglichen Allianzen und Engpässen, was dazu fehlt, was die ermöglicht und so weiter zu geben. Die Panelistinnen sind sehr herzlich eingeladen, ebenfalls teilzunehmen und es wird einen Raum geben, in dem die Übersetzung weiter fortgeführt wird. Also ein Raum wird dreisprachig sein, Deutsch, Farsi und Englisch. Und ich glaube, zwei weitere Räume, die noch Deutsch sind. Genau. Und die werden auch moderiert.
Trong hier wird gefragt, wie man an den an die Links kommt. Josi, da du das gerade ja so hier nochmal formuliert hast, hast du Lust, das nochmal sozusagen kurz zu erklären? Ich stecke hier gerade nicht in diesem Technik-Game drin. Genau, ich auch nicht. Ihr macht eine schöne Pause und Lydia und ich würden uns darum kümmern, allen Teilnehmenden zu helfen, wie sie in die Räume kommen können. Kleinen Moment. Ich spreche mich nochmal mit Lydia ab und auch an alle Teilnehmenden. Ihr könnt gerne auch noch mal 5 Minuten Pause machen und wir treffen uns dann hier einfach 20.10 Uhr und bis dahin finden wir einen Weg, wie ihr den Chat lesen könnt. Okay, aber dann verabschieden wir uns erstmal von den PanelistInnen, die gehen wollen wahrscheinlich und verschnaufen. Vielen lieben Dank, dass ihr da wart. Ich glaube, ich habe schon meine Überwältigung ausgesprochen und davon ist nicht genug. Ich bin unglaublich bereichert und ich hoffe, dass ihr trotz der etwas negativen Plädoyers am Ende mit einem super guten und positiven Gefühl hier rausgeht. Ja, danke auch von mir. Danke für die Einladung und für den spannenden Austausch an die anderen Panelisten auch. Und an das Publikum, was uns so lange zugehört hat. Es war eine spannende Diskussion, auch wenn es negativen Gedanken geendet ist, so ein bisschen. Aber es zeigt ja auch, es gibt noch viel zu tun. Und es ist toll, sich darüber austauschen zu können und die verschiedenen Perspektiven hier in den Raum zu bringen. Danke dafür. Ja, dem möchte ich mich auch nochmal anschließen. Danke für eure Moderation, Angelika und Trong. Und danke für diesen Austausch. Es ist halt einfach auch harter Tobak, den wir uns da stellen. Danke Katharina, danke Danilo, hier zusammen miteinander das gewälzt zu haben. Und danke ans Publikum. Ja. Und auch nochmal danke an alle DolmetscherInnen. Das ist einfach komplett. Oh ja. Ja. Ich sage auch nochmal danke, schließe mich allen an. Das, außer mit dem Negativen, das habe ich nicht so negativ empfunden. Das ist ein Anstoß zur Konstruktion. Danke, du hast recht.